Willkommen bei Kreuzzug 2020. Hier im Inquisitionspalast ist Stetch wieder am Start. Er präsentiert seine Harlequins und die wollen sich messen gegen die Ältesten, und zwar gegen die Necrons. Viel Spaß dabei. Auch nochmal ein herzliches Willkommen von mir. Ich bin der Stetch und habe es tatsächlich nach Ewigkeiten terranischer Standardschinderei mal wieder geschafft, hier zu einem weiteren Battle Report zu erscheinen. Kommen wir einmal zu unserer Armeevorstellung. Wie ihr seht, habe ich die Harlekine mitgebracht. Und es handelt sich hierbei um den Mask-Stil der Frozen Stars, also eine sehr nahkampflastige Armee. Wir fangen einfach mal an mit der Vorstellung. Ganz links haben wir unseren Shadows hier. Nehmt Platz, nehmt euch Zeit als in Harlekine. Die sind ja völlig überladen mit sämtlichen Ausrüstungsgegenständen. Den Shadowseer habe ich erstmal ausgerüstet mit dem Zielkräften Twilight Pathways, damit man sich schneller bewegen kann. Das macht ja Sinn bei Nahkämpfern. Und Veil of Tears, damit kann man eine eigene Einheit verzaubern, sodass diese um minus 1 schlechter getroffen wird. Des Weiteren hat er den Halluzinogen Granatwerfer, den Miststave und eine Schurikenpistole. Ich habe insgesamt drei Relics verbaut. Dazu gehört unter anderem hier der Shadowstone, der erweitert im Grunde genommen meine Auren. Und zwar um 3 Zoll. Und als Rolle habe ich ihm Shield from Harm gegeben. Das heißt also, dass Infanteriemodelle um minus 1 schlechter verwundet werden. Das kommt gegen eine so beschusslastige Armee wie die Necrons natürlich immer gut. So, als zweites mit unserem pinken Baum im Rücken haben wir unseren Troopmaster. Er ist ausgerüstet mit einer Fusion Pistol und einem Harlequins Blade, den ich dann als Relic zum Twilight Fang gemacht habe. Twilight Fang ist ein neues Relic aus dem White Dwarf, und damit kann man, je nachdem wie fortgeschritten das Spiel ist, kriegt man einen Zusatz an Attacken, und selber hat das halt ein Profil von plus 2 Stärke, minus 3 Durchschlag und 2 Schaden Flat. Als Pivotal Role habe ich eben gegeben Choreographer of War, da kann man Wunden mit wiederholen. Dann habe ich einen weiteren Kommandopunkt ausgegeben, um ihm dann noch die Pivotal Role Darkness beizugeben. Nachdem er gekämpft hat, verteilt er 2 tödliche Wunden auf den Trupp, den er angegriffen hat. So, danach haben wir dann 2 Death Jesters. Der vordere, der lilane Death Jester, ist ausgerüstet mit der, oh Gott, wie spricht man es aus? Chegorax Lament. Das ist die neue. Ja, wir kennen das. Das ist die neue Relic-Knarre im Grunde genommen. Stärke 6, minus 3, 3 Schaden flat. Kann man aber auch aufteilen den Schaden, dann ist er Stärke 6, minus 1, 1 Schaden. Er hat Harvester of Torment, also dass man im Grunde genommen jeder Trefferwurf als eine Einheit auf einen Trupp, der mehr als 6 Modelle hat, zählt als 3 Treffer. Der Wahnsinn, der war absolute Wahnsinn. Ne? Und Death is not enough. Wenn irgendwas wegläuft, entscheide ich, was wegläuft. Was bei Necrons eigentlich relativ egal ist, sind eigentlich ziemlich gleich ausgerüstet. Der zweite Death Jester in Schwarz, der sich dahinter versteckt, der hat im Grunde genommen nur die Rolle Humbling Cruelty, damit im Grunde genommen ich die Gegner pinnen kann, dass die sich langsamer bewegen können und die kein Overwatch geben können. Seine Waffe ist ganz normal. Ja, daneben steht unser Solitär. Wie auch beim letzten Mal habe ich es einfach nicht hingekriegt, da den diesen Chegorax Kiss unterzubringen, und der ist ganz einfach barebone unterwegs, hat Blitz als Rolle, damit er sich schneller bewegen kann. Das ist ja auch jetzt kürzlich erratiert worden, das gilt als normale Bewegung.
Ja, im Grunde genommen ist der einfach nur ganz stock barebone ausgestattet. So, daneben haben wir zwei Fünfer-Trupps, also zwei Fünfer-Troops mit einem Starweaver Dedicated Transport jeweils. Die sind ausgerüstet mit Harlequins Embrace, Stärke plus 1, minus 3 Durchschlag, 1 Schaden flat durch die ganzen beiden Fünfer-Trupps und alle haben Fusion Pistol, auch wenn es Frozen Heart ist, irgendwie, weiß ich nicht, das ist einfach immer wundervoll, mit so vielen Fusion rumzufliegen. Ich muss gleich mal gucken, ob sich irgendwas getan hat, aus Transportern rausschießen mit denen mittlerweile. Da habe ich irgendwas gehört, muss ich gleich mal gucken. Ja, daneben, da steht mein großer Nahkampftrupp. Das sind 10 Harlekine mit dem Caress. Das ist Stärke plus 2, minus 2 und 1 Schaden, glaube ich. Ja, die sind einfach nur der Hammer. Wenn die es schaffen, in Nahkampf zu kommen, mit doppelt kämpfen und besser verwunden und mehr Schaden machen, als sie eigentlich machen dürften, ist das schon im Grunde genommen, da lege ich sehr viel Hoffnung drauf. Das sage ich aber dem Inquisitor nicht. Ich habe es noch nicht gehört. Ja, und daneben haben wir noch einen Fünfer-Trupp Skyweaver. Alle 5 ausgerüstet mit Haywire-Cannon, also alles, was gut gegen Panzer ist. Das macht immer Sinn. 5 davon haben, 4 davon haben die Glaive und einmal die Starbola-Wahlpunkte. Ja. Insgesamt sind das dann 1250 Punkte. Harlekine, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Das ist einfach furchtbar bei Harlekine. Die haben so viele Sonderregeln. Ich werde das richtig stellen im Laufe des Spiels. Und insgesamt, nachdem alles ausgegeben wurde, habe ich noch 7 Kommandopunkte übrig. Ja, hallo Freunde. Auch imperiale Grüße von mir. Und lange Rede, kurzer Sinn. Die Necrons wollen vorgestellt werden. Deswegen geht es jetzt hier los. Ich spiele die Dynastie Zarekan, finde ich ganz geschmeidig. Ich wusste ja jetzt nicht, dass die Harlekine auf mich geflitzt kommen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Harlekine auch viele Mortal Wounds raushauen. War doch so, ne? Ja, glücklicherweise habe ich dadurch jetzt einen 5er Philo Pain gegen, denn Zarekan erlaubt mir halt für Modelle der Dynastie einen 5er Philo Pain. Zusätzlich auch noch einen jeweils einmal einen Wund Reroll pro Einheit. Ja, das zu den Dynastiefähigkeiten. Und als HQ habe ich mir ausgewählt den Royal Warden. Ja, der ist wirklich nur da, damit ich die HQ-Einheit voll bekomme. Und das ist, glaube ich, auch die günstigste oder mit einer der günstigsten Einheiten von den Necrons für 75 Punkte. Ja, kann man da nicht viel falsch machen. Der hat keine Upgrades, der ist nackig, so wie er ist, mit seinem besseren Gauss Blaster, seinem Relic Gauss Blaster. Aber sonst, ich weiß gar nicht, ja, wie gesagt, einfach nur, um die Sektion HQ voll zu kriegen. Dann geht es weiter mit zweimal Immortals, jeweils 5 Mann pro Trupp. Ja, Immortals tun auch immer ihren Dienst. Die schießen ja relativ gut mit dem Gauss Blaster. Die sind relativ widerstandsfähig mit Widerstand 5. Allerdings weiß ich nicht, ob das jetzt was nützt gegen diese Melta-Waffenpistolen. Werden wir sehen. Sollen eigentlich auch nur Marke halten. Ne? Das ist ja das Ziel von denen. Die Aufgabe. Viel wichtiger ist jetzt hier der Kollege in der Mitte, das ist das Chitan-Fragment of the Nightbringer und das ist das Kernstück der Armee, das Rückgrat der Armee und ja, wenn der fallen sollte, dann können sich die Necrons auch sofort wieder in ihre Gruftwelt teleportieren, denn dann ist die Armee nicht mehr fähig zu kämpfen, behaupte ich mal. Und weil ich den Typ so geil finde, ist der auch mein Warlord, darf sich aber keine Warlord-Fähigkeit aussuchen, braucht er auch nicht, weil er gut genug ist, wie ich finde. Der steckt viel ein, der steckt, teilt viel aus und hat noch zu seinem Gaze of Death, was er hat als Chitan-Zauberei, noch Antimaterie-Meteor. Im Fast Attack, da habe ich zweimal Canoptex Scarps gewählt. Einmal 6, einmal 4. In der Unterstützungsauswahl gibt es zweimal Doomsday Arc. Ja, die ist immer noch
eine Bank, die Kanone, einer der besten im Spiel, wie ich finde. Der Grimm kann ein Lied von den Dingern singen, der hasst die wie die Pest. Ich finde die total geil. Deswegen sind sie heute wieder da. Und zum Abschluss gibt es noch einen Transporter, die Ghost Ark. Die wird vielleicht was transportieren oder auch nicht. Ich werde mich da spontan entscheiden. Aber jetzt suchen wir uns erstmal die Mission aus, werden Sekundärmissionsziele aufschreiben und kommen dann wieder. So, wir haben also die Platte aufgebaut und wir haben uns die Mission erwürfelt aus dem Regelbuch. Ewiger Krieg, Einsatzverband, Geheimdienstinformationen. Ja? Das ist so geheim, dass wir fast die Mission schon gar nicht verstehen. So geheim ist die. Aber wir sind ja Profis. Ja, was soll ich sagen? Wir haben das Gelände möglichst nach den neuen GW-Vorstellungen versucht hinzustellen. Das hat irgendwie nicht ganz gepasst. Wir wollten also optisch ein bisschen schöner haben, haben dann versucht, wir haben das Bestmögliche gemacht. Ich halte mich jetzt mal kurz. Zu den Regeln von den Geländestücken, es sind halt alles nur Ruinen zum größten Teil. Die sind halt scalable, breachable, light cover, defensible und obscuring. Das Einzige, was halt noch Unterschied macht, ist jeweils hier und da so ein kleiner Krater. Und kriegen ja weniger auf Bewegung. Und wenn wir an die Regeln denken, werden wir sie auch erzählen. Ansonsten gibt es 6 Missionsziele. Einmal hier in der potenziellen Aufstellungszone, weil die Aufstellungszone geht einmal von links oben nach rechts unten. Das gleiche spiegelverkehrt auf der anderen Seite. Ich sage jetzt mal hier von rechts oben nach links unten. Und jeder hat ein Missionszielmarker in seiner Aufstellungszone und da gibt es halt 4 Missionszielmarker im No Man's Land. Quasi hier ist einer. Hier ist einer, noch einer und tatsächlich ist da der 4. So, ja, das gibt es noch mal zu sagen zu der Aufstellung? Nö, ne, das ist, glaube ich, ist alles relativ gleich. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir uns nicht direkt in die riesigen Ruinen zurückziehen werden, weil wir sind natürlich sehr shooty, beziehungsweise auch in meinem Fall sehr nahkampflastig und wir würden das Spiel quasi so verschlossen starten, dass das nicht so viel Spaß machen würde. Man will es ja schon bekriegen können. Genau. Und deswegen suchen wir uns jetzt mal schnell die Seite aus. Jawohl. Der Gewinner des Würfelwurfs darf sich die Seite aussuchen, mein Freund. Ja, gut, das sieht schon mal gut aus für dich. Mein Gott, man muss ja erst dann Maul aufmachen, wenn es vorbei ist. Ne? Und zack. Nein. Jawohl. Dann suche ich mir also die Seite aus. Und dann kommen wir wieder, wenn alles aufgebaut ist und, wir müssen noch die Sekundärmissionsziele präsentieren. Jawohl. Magst du anfangen? Ja, also ich habe natürlich gesehen, dass der Inquisitor eine ganze Menge Panzer dabei hat, also habe ich mir gedacht, bringst du doch mal Bring It Down mit. Mhm. Mit einer schnellen Armee bietet sich immer im Grunde genommen Linebreaker an, wobei die Missionsziele zwar überall in der Mitte zentriert sind, aber ich habe gesagt, komm, ne, Harlekin eben, genau. Ist immer gut. Ja, und im Grunde genommen, danach habe ich gesagt, hier, der Zetan, der ist ja so wichtig, da muss ich Assassinate nehmen. So was kann ich nicht haben, ich muss die Moral brechen. Ne? So, hast du recht, ja. Ne? Ich habe mir ausgesucht Purge the Vermin. Es ist eine Sekundärmission aus dem Necron-Kodex. Das gibt mir jemals immer 2 Punkte, wenn in einer Spielfeldhälfte keine gegnerischen Modelle stehen. Ja, da habe ich das nicht gerechnet. Das ist für Nahkampf-Armee. Dann habe ich noch Grind Them Down, versuche ich mal einfach großkotzig und natürlich auch bei ganzen 2 Charaktermodellen, auch Assassination, das könnte klappen. So, jetzt aber, wir haben gewürfelt, ich suche mir Seite aus und dann geht gleich los. So, dann fange ich mal an mit meiner gewählten Aufstellungszone, denn ich habe mir quasi auf der anderen Seite die Aufstellungszone ausgesucht und jetzt... versuche ich mal zu erklären, warum ich was wie gestellt habe. Also ich weiß ja, dass die Jungs sehr, sehr flott sind und ich habe halt versucht, so weit wie möglich mich mit irgendwas nach hinten zu stellen. Zumindest mit dem coolen Scheiß.
Canon Fodder kann vorne stehen, muss auch vorne stehen für Missionszielmarker. Deswegen sind die Skarabäen hier am Missionszielmarker. Ein Trupp Immortals mit dem Royal Warden stehen hier fast auf Kante, damit sie vielleicht hier irgendwas am Missionsziel machen können. Die beiden Doomsday Arcs stehen ganz hinten, so weit wie möglich. Aber ich kann mir vorstellen, dass die wieder irgendeinen Trick parat haben, diese Illusionäre. Und dass sie wahrscheinlich trotzdem gleich hier stehen werden. In der Doomsday Arc, nicht in der Doomsday Arc, in der Ghost Arc sind diese fünf Boys. Und dann bleibt mir nur noch der Trupp, Sechser Trupp Skarabäen zu erwähnen und der Chitan. Die wollen später irgendwie nach vorne irgendwas machen, in der Hoffnung, dass die lange genug leben. Und dann kommen wir jetzt mal rüber zu der Aufstellungszone der Gaukler. Ja, ich habe mir gedacht, der kann ja gut schießen. Da habe ich mir gedacht, gehst du mal in Deckung. Das war so meine Idee. Ich habe auch noch nie was anderes gesehen. Ne? Ja, was soll ich sagen? Man hat ja nichts mit Feigheit zu tun. Ne? Taktik? Taktik. Skill? Taktik cool, was soll ich sagen? Okay. Ne? Ich habe einfach ich habe sehr schnelle Einheiten. Ich kann relativ schnell da sein. Allerdings hat mir da im Grunde genommen an Beschuss und alles entgegenbrandet, kann natürlich auch zerstörerisch wirken. Ne? Ich habe natürlich meine kleinen Tricks up my sleeve. Müssen wir gleich mal gucken, wer die erste Runde hat, was mir da Spezielles einfällt. Aber ich denke, ich habe schon eine schöne Idee. Wenn das gelingt, dann habe ich in der ersten Runde keine CP mehr. Ja, das ist doch genau das, was wir eigentlich sehen wollen. Ja. Ne? Ja. Ja, willst du noch irgendwas sagen, wo was steht? Ja, also hier ist mein Death Jester mit der Relic-Knarre. Der guckt sich natürlich da drüben deinen Necron-Lord an. Wenn der aus seiner Deckung rauskommt, kann er auf jeden Fall am Geländestück vorbei und kann den dann sehen. Hier ist ein Transporter, der hat ja Kapazität 6, 5 Troops mit Melter und meinen Overwatch-Verhinderer drin. Hier ganz klein in die Ecke hat sich taktisch der Shadowseer reingestellt, in der Hoffnung gleich vielleicht ein bisschen nützlich zu sein, wenn ich beschossen werde. Gucken wir mal. Und da hinten ist mein 10er Trupp, ne, auf den ich sehr viel Hoffnung lege. Dann ist da noch mein Troopmaster im Transport. Auf den Transport bin ich übrigens sehr stolz, will ich schon mal so am Rande anmerken. Auf den Transport, ja, oder auf diese schöne Moosrose hier? Das ist wundervoll. Ne? Ganz genau guckst. Dann? Ganz gewieft im Auge. Siehst du ja noch ein Solitär versteckt. Ah, guck mal da. Guck mal. Ja, leck mich doch. Meine Güte. Hätte nicht mit dir. Es hätte nicht trickreicher sein können, aber genau so haben wir das ja auch von dir erwartet. Und da werden wir jetzt mal hier den Würfelwurf für die erste Runde machen. Toll. Da habe ich den ersten Zug. Also ich muss den ersten Zug jetzt auch ausführen, obwohl ich weiß nicht, ob ich den gebraucht hätte. Ich habe ja eh nichts in Reichweite. Ich werde mal gucken, was passiert. Ich freue mich drauf. Jetzt startet der nächste Battle Report. Ich habe mich also bewegt. Ich hatte eigentlich zuerst überlegt, einfach nur stehen zu bleiben und damit zu sagen, so, das war meine erste Runde, aber das ist ja überhaupt nicht Xenos-like. Die Immortals haben sich bewegt, sie sind nach vorne gegangen. In der Kommandophase hat der Royal Warden auf die Jungs gesprochen, dass sie sich, falls gewünscht oder falls sie müssen, sich im Nahkampf zurückziehen dürfen und dann auch schießen können. Die erste Doomsday Arc ist auch nach vorne geflogen, leider nicht in Reichweite. Die zweite Doomsday Arc hat sich auch ein bisschen geändert. In der Position hat sich hier einen breiten Schusskorridor verschafft, wenn denn was in Reichweite ist. Die Skarabäen sind am Missionsziel stehen geblieben. Die zweite oder die einzige Doomsday Arc ist hier an das Missionsziel geflogen. Und hier unten sind die Skarabäen schön in der Polonaise nach vorne und hinten an der Chitan. Jetzt habe ich leider keine Ziele. Die Harlequins stehen so gut. Und bevor das Spiel dann begonnen hat, hat hier der Taktikmeister noch ein Kommando, ein Strata-Gem gezündet, und zwar welches? Ja, für 2 Kommandopunkte habe ich den polychromatischen Sturm gezündet. Statt die Regel zu erklären, kann ich es einfach vorlesen, das ist großartig. Im atemlosen Herzschlag vor Beginn der Schlacht werden die Streitkräfte der Harlequins zu einer kaleidoskopischen Masse, die den Feind über ihren Standort und ihre Anzahl täuscht.
Summa summarum, du kannst drei Einheiten neu aufstellen, mitunter kannst du auch in Schockreserve packen. Habe ich gemacht. Ich habe meinen 10er-Trupp Troops, meine Nahkämpfer habe ich in Reserve gepackt. Das habe ich von Anfang an nicht gemacht, weil ich eigentlich gehofft hatte, ich könnte was anderes mit denen abziehen. Da du die erste Runde hast, hat sich das dann erledigt. Ich habe meine Biker und meinen Shadows hier hinter dem Gebäude nochmal neu positioniert, nachdem ich deinen Zetan gesehen habe, der ja noch seine Mortal Wounds da verteilen kann mit seinen Meteorfähigkeiten. Jetzt kann er den halt auch nicht mehr sehen. Und jetzt gucken wir mal, was ich daraus machen kann. Also heißt das, ich habe Angst und verpiss mich, Drahtagem, ja? Ja, im Grunde genommen heißt das das. Genau. Ne? Aber freu dich auf die Nahkämpfer, wenn das funktioniert. Ja, deswegen, zeig uns, was in dir steckt, ja, in deiner du, Runde. Zeig du, haben wir es da nicht versagt. Meine Runde ist vorbei, ich schieße nicht. Na gut. Ne? Das ist dein Part jetzt, komm, okay. Gib's uns Attacke! So, Bottom Runde 1. Ich habe mich mit meinen Harlequins bewegt. Meine Biker habe ich von hier rüber bewegt, dass die von der Seite nicht gesehen werden können, wo der Zetan und alle stehen. Mein Death Jester steht mittendrin, genauso wie mein Shadows hier. Das ist natürlich nicht ohne Grund, je nachdem, was gleich passiert. Hier drüben ist mein Troopmaster und alle weiteren sind hier rüber geflogen und möchten ihn gleich aufs Melterkörnchen nehmen. Und mein Solitär hat sich hier hinter die Wand bewegt. Jetzt muss man natürlich beachten, ich stehe weiter als 1 Zoll von der Wand entfernt. Das heißt, da müsste man bei den Skarabäen und allem hinterher bei einem Charge dann aufpassen. Soweit dazu. Achso, hier hat sich noch ein Starweaver in das hier rein bewegt, damit der noch eine Runde lang geschützt ist. Soweit hat sich alles bewegt. Und ich möchte dann direkt übergehen in die Psi-Phase, weil es relativ fix geht. Tu es. Und zwar möchte mein Shadows hier in deine Immortals hier einmal reinsmiten. Ja. Mit 5, das geht. Ne? Gutes Pferd, springt für W3. Genau, 3 Schaden. 3 tödliche, ne? 3 tödliche Runden. Ich gut, dass ich ja schon dieser Zarekan, genau, und auf die 5, dann würde ich schon mal eine. Ach, kriege. Hier, ja. So, dann fällt nur einer. Versuche ich gleich zu reanimieren. Und dann möchte ich auf mich selber noch Veil of Tears, was man schlechter zu treffen ist, geht nicht ab. Also der Shadows hier ist nicht um minus 1 besser zu treffen und damit würde ich dann meine Psi-Phase bereits beenden. Oh. Ja, schade. Jetzt habe ich hier so gut den Feel No Pain in die Mortals geschafft. Wollte nach der Psi-Phase versuchen, hier den einen, den ich da verloren habe, zu reanimieren durch die Reanimationsprotokolle. Aber so wie wir beiden Vollprofis das verstehen, kann man durch Verluste in der Psi-Phase keine Reanimationsprotokolle durchführen, denn es gilt wohl nur für Schuss und für Nahkampfattacken. Wenn das nicht so sein sollte, bitte mag derjenige, der es weiß, in die Kommentare schreiben, damit wir das beim nächsten Mal dann richtig machen. So, dann gehen wir mal über zur Schussphase. Oben bei meinem Starweaver, da sind 5 Troops mit jeweils einer Melter-Pistole, also 5 Melter-Pistolen drin, sowie mein Troop Master. Beginnen wir mit dem 5er Troop, treffen auf 3+. Ja. Ja, gute Ausbeute. Verwunden, glaube ich, bei dir auf 4+. Ne? Nur auf die 4, genau, wegen den Quantenschilden. Das sind 3 Stück. Hervorragend. Dann werde ich mal versuchen zu redden. Denn sonst ist die gleich wahrscheinlich schon defekt. Ja, geht 2 durch. 2 durch. So, Melterregel, halbe Reichweite nach allem, was ich weiß, 2W6. Bei dir ist es wohl noch so, ja, ja. Der erste für 6. Mhm. Der zweite für 2. Wie viele Punkte hat der insgesamt? 10, 11? 35. Nein, hat er nicht. Ich glaube 11 oder 12, ja, ich gucke gleich nach. Okay, komm, den wiederhole ich. Ja. Ich gucke jetzt erstmal, ob ich den wiederkriege, weil mein Player of Twilight steht ja da vorne, Wall of Trade. Nein, kriege ich nicht. Wiederholen wir den. Das sind 12 jetzt. Okay. Nee, Moment, 6 und das sind 10. 10, genau. 10. Du hast wohl noch einen Schuss, ne? Ich habe jetzt noch einen Schuss mit meinem Troop Master, der trifft auf 2. Trifft. Der verwundet auf 4. Jawohl, ein Retter. Ein Retter. Nein. Jawohl. Okay. Korrekt. Du hast 10 Schaden gemacht jetzt, ne? 10 Schaden gemacht, ich gucke euch nach, auf jeden Fall lebt ihr aber noch, die ist noch online. Okay.
Gut, dann kommen wir mit dem Transporter direkt hinterher. Mit 6 Schuss Shurikenwaffe. Auch in deinen Transporter rein, ja. Er trifft auch 3. Und verwundet auf die 5, 6 gelten als minus 3. Das sind 2 Wunden auf normale Rüstung und einmal minus 3. Zweimal auf die 3. Geht einmal durch. 11 Schaden. Und minus 3, da bleibt nur der Retter. Habe ich auch nicht. Da werden wir jetzt, macht auch nur 1 Schaden? Jeweils 1 Schaden, ja. Werden wir jetzt bei 12 Schaden und ich glaube, damit könnte die kaputt sein. Ich guck mal eben nach. Pappelapapp, von wegen kaputt. 14 Lebenspunkte, so mein Freund. So. Mit mächtigen 2 steht die noch. Na gut, dann schießen wir hier vorne einmal mit unseren Bikern auf deinen. Komm, auf deinen dicken. Auf die Ghost Ark. Doomsday Ark. Doomsday Ark drauf. Ich habe gerade gesehen, ich komme nur mit 3 in Reichweite. Ja. Na ja, komm. Ne? 3W6. Das sind 14. Mhm. 6, 7, 14 Schuss. Hat der irgendwelche Minus eingebaut? Nein. Gut, dann treffe ich an der Stelle auf die 3. Und ja, alles was 4 ist, ist Mortal Wound. Und eine 6. 6 sind, glaube ich, W3. Du wundest eh noch auf die 4. Ja. Also, das sind schon mal 2 Mortal Wounds. 4 Mortal Wounds. Upp. 5 Mortal Wounds. Und nochmal 3 Verwundungen. Mit minus 1. Also 5 Mortal Wounds? Ja, weil das in Addition ist. Weil das ist zusätzlich. Das ist. Das ist so. Auf die 5 erstmal die Mortal Wounds negieren. Das Ding ist raus. So. Das ist nur 4 Mortal Wounds. Und wie viel? Noch einmal minus 3 oder was? Ja, dann nochmal 3. 3 ohne was? Irgendwas? Minus 1. Dann wäre es auf die 4. Also 5 Schaden insgesamt. Mhm. Ja. Und das ist tatsächlich so, er leidet das Ziel zusätzlich zu allen anderen Schaden eine tödliche Verwundung. Bei 6W3 tödliche zusätzlich. Alles ist. Wie viel hat er dann? Jetzt die das ist 5 Schaden. 5 ist ja gut. Nehmen wir. Ja. Ja. Dann nehme ich noch meinen Sniper mit. Mhm. Mein Sniper, dagegen hast du keinen Lookout, Sir. Das ist erratiert worden. Schießt hier auf deinen Anführerkollegen. Trifft auf 2. Ja, klar. War ja klar. Das war's. Dann Halluzinogen-Granatwerfer hat 18 Zoll. Müsste ich noch mal gucken, ob das reicht. So, der Halluzinogen-Granatwerfer ist nicht in Reichweite. Deswegen gehe ich da oben beim Skyweaver in den Nahkampf mit deinem Panzer und hoffe, dass ich dem noch vielleicht die letzten beiden Runden kann. Ist der einzige Charge, der kommt? Ist oder der einzige Charge. Alles andere ist außerhalb von Reichweite. Leider hat hier nicht funktioniert reinzurennen. Also. Gut, oh, dann mach mal, ich denke mal, der Charge-Wurf kommt ja ran. Der ist drin. Ich würde Abwehrfeuer geben. Ja, bitte. Das machen wir im Off-Cam und dann schauen wir mal, was da rumkommt. Abwehrfeuer hat natürlich nichts gebracht. Waren zwar 2 Treffer von 20 Schuss, aber dann keine Verwundung. Der Charge passt und den Kommandopunkt, den ich ausgegeben habe, hast du ja nicht zurückbekommen, richtig? Mhm. Nee. Ja, dann hau jetzt hier mal zu. Das ist ein Frozen Star. Ja, ja, was sonst? Tage mehr. Ich kenne Frozen Joghurt, das war alles, was ich kenne. Auf die 3. Na, der glaube ich wird nichts. Und auf die 5. Eine Wunde hat er noch gemacht. Mit wie viel Minus? Nix. Nix? Ja, das ist nix. Gut. Habe ich sogar. Schön. Geil, dann hau ich zurück, da wird nicht viel mehr rumkommen. Und eine Attacke noch. Nö. War ja klar. Aber wunderbar. Dann ist ja schön, dass noch relativ viel von Necrons steht nach deiner ersten Runde. Ja. Je spannender wird es ja eventuell. Und dann kommt jetzt der zweite Zug der Necrons schon, boah. Ja, geil. Schön. So, die Jungs aus der Gruft haben sich bewegt. Mutig jetzt ist die erste Doomsday-Ark nach vorne, die zweite hinterher. Mit ganz viel Glück werden wir gleich versuchen, so ein paar Biker aufs Korn zu nehmen. Die 4 Immortals und der Royal Warden sind ebenfalls ein Stück nach vorne gegangen. Immer noch das Missionsziel im Blick.
Der Royal Warden hat wieder auf die vier Immortals gesprochen, wenn die sich zurückziehen, dass sie auch schießen dürfen. Skarabäen sind am Siegespunkt stehen geblieben. Auf der rechten Seite sind die Skarabäen tapfer zum weiteren Siegespunkt nach vorne geflogen oder geprescht. Vielleicht überlege ich mir noch, hier gleich einen Charge zu wagen. Hier sind die Immortals aus der Ghost Arc raus. Wollen gleich sicherlich auch auf den hier schießen. Die Ghost Arc selber versucht entweder hier auf den Flieger oder halt auf die Bikes zu feuern. Und alles, was übrig bleibt, schnappt sich Kollege Zitan. Und ich denke mal, dann sollte das mit ganz viel Glück auch zumindest fürs Fahrzeug gewesen sein. Was drin ist, weiß ich noch nicht, wird man dann sehen, aber wir schauen mal. Ich überlege mir jetzt erst noch genau, wo ich wie drauf zuerst schieße und dann kommen wir in der Schussphase der Necrons gleich wieder. Bevor es aber mit der Schussphase losgeht, sammelt der Zitan seine ganzen dunklen Kräfte und möchte jetzt erstmal gleich den Antimaterie-Meteor herbeibeschwören und natürlich auch Gaze of Death. Fangen wir mit The Gaze of Death an und das ist halt, ich muss mir eine Einheit innerhalb von 9 Zoll aussuchen, die ich sehen kann. Das ist dieser Flieger. Ja. Und mit ganz viel Glück gibt es jetzt auf jede 4 plus D3 Mortal Wounds. Also, wie viele Vieren? Da sind schon mal 2 dabei und jetzt gibt es für jeden, ja, für jede, ja, was soll ich sagen? Also es gibt D3 Mortal Wounds einfach. Ja, das sind dann einmal 3 Mortal Wounds und einmal 2 Mortal Wounds. Da noch eine. 5 Mortal Wounds. Und dann gibt es noch jetzt den Antimaterie-Meteor. Auf die 3 bis 5 plus gibt es W3 und auf die 6 plus gibt es D3 plus 3 Mortal Wounds. Ja, da den wiederhole ich. Dann gucke ich erstmal, ob ich das wieder kriege. Ja. Auf eine 1. Nein. Auf eine 1. Es kostet einen Kommandopunkt, das zu wiederholen. Player of Twilight. Ich würfel das, was du aus. Ach so, du musst. Ach, verstehe. Du musst das, was ich gewürfelt habe. Richtig. Ach, verstehe. Alles klar. Richtig. Es ist da keine 6. Ah. Jawohl. Oh, es ist sogar der große. Es ist eine. Ja, dann geht das Ding automatisch in die Luft, ne? Ja, kriegt alles mal eine Wunde, ne? Ja. Ich muss gucken, was innen drin eine Wunde kriegt. Wohl wahr, würfel das mal aus und dann. 6 Leute drin, ne? Ja, weiß ich nicht, wenn du das sagst. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also geht der automatisch in die Luft, oder was? Wenn du sagst, der explodiert automatisch? Nee, also, weil du hast nur eine Wunde übrig gehabt. Ach so, ja, also dann gucken wir, ob der explodiert. Ja, nein. Aber trotzdem musst du jetzt würfeln, für jede 1 geht einer. Wunderbar. Ja, dann machen wir den gleich weg. Ja, musst du für den, ich weiß gar nicht, wer das ist, für den Charakter auch separat würfeln? Nee, einfach nur für die Insassen, weil ich kann ja an der Stelle... Ach, kannst du selber verteilen, ne? Verteilen. Ja. Gut, das war eine geile, ja, ich weiß nicht, wie man das nennt, Psi-Phase, oh what? Ja, je nachdem war es eine coole Phase und dann werden wir erstmal den Verlust da entfernen und kommen wir gleich in die, jetzt aber in die Schussphase zurück. Gut, dann fangen wir mit der Schussphase hier an, aber vorher, du hast in der Schussphase ein Stratagem gezündet. Ja, und zwar habe ich für 2 Kommandopunkte Feinde des Geistes gezündet. Das ist ja eins der 9 Stratagems aus dem White Dwarf. Mhm. Mein Shadow ist hier, steht hier in der Mitte der Biker und normalerweise sein Shield from Harm gibt normalerweise allen Infanterieeinheiten -1 auf Verwunden. Wenn man 2 Kommandopunkte ausgibt, dann... Du hast so schöne Augen. Das alles. Das heißt, meine Biker haben jetzt einen eingebauten -1 auf Treffen standardmäßig, okay. Und -1 auf Wunden auch noch, weil ich noch ein bisschen Angst vor dem, was da gleich auf mich zukommt. Meine Herren, wenn ihr wüsstet, was hier für eine Schönheit steht. Ehrlich. Ach, danke. Ja. Ich brauche sowas. Okay, ups, da fallen mir direkt die Würfel runter, ich muss mich bücken. Du hast dir ein Ei aus der Hose gefallen, gucken wir mal genau. So, die Immortals schießt als allererstes auf die roten Harlequins da. Rapid Fire, ich habe dadurch 10 Schuss auf die 3.
Ja. Das war, glaube ich, auch nur 2, ne? Ja. So, Stärke 5, Widerstand. Auf die 3. Auf die 3. Das ist schön. Das ist nicht so schön. Das sind nur 3 mal minus 2. Ja, ich habe 4er Retter auf den. Okay. Auf die 4en. Ja, da gehen 3. Hervorragend. Haben wir noch einen. Sehr schön. Achso, ich muss ja noch erklären. Schmeiß doch nicht gleich die guten Figuren weg. Und ich schmeiß den hellen Würfel. Nein. Eine Sache haben wir ja noch vergessen. Beim zerstörten Fahrzeug hat es ja mein Troopmaster geschafft, ja, sich hinter das Gebäude zu verbiesen. Achso, das können wir mal. Genau, ausgemessen haben. Das können wir mal kurz zeigen hier eigentlich. Ja, da ist er hinter. Ja. Innerhalb von 3 Zoll. Ja. Das war ganz schön sneaky. Sneaky, sneaky. So, ich mache hier ein Terraforming heute. Ja, aber wir beenden das Spiel, das ja, für mich schon alles gar nicht mehr. Der steht ja noch hier, zack. dann schießt die Ghost Ark noch drauf, auf den letzten, der da steht. Aber allerdings nur mit einer, mit allem. Also, weil die trifft ja auch sehr schlecht mittlerweile. Die ist ja im letzten Bracket, die trifft nur auf die 4. Es sind aber trotzdem 20 Schuss, das sollte reichen. 2, 4, 6, 8, 10. Er trifft auf die 5, entschuldigen Sie. Denn ich hatte die 4 Zoll gelesen. Ich meinte natürlich im letzten Bracket auf die 5, aber egal, sind 20 Schuss. Erstmal die ersten 10. Da sind 3 dabei. Ich habe so ein ganz blödes Gefühl, was den letzten betrifft. Und dann nochmal 10. Hinterher, also merken wir uns. Und dann nochmal 10. 1, 2, 3. Das sind dann 6 Treffer. Die waren 7. Ist ja auch egal. Machen wir 6. Ich habe jetzt vergessen, wie viel das waren. Auf die 3 wieder, ne? Ja. Dann sind das 5 Mal auf deinen Retter. Da kommen sicher unwahrscheinliche Dinge passiert, ne? Allerdings. Nö. Okay. Nicht. Das war schon mal gar nicht so verkehrt. Dann schwenken wir jetzt rüber und dann schießen die Doomsday Arcs. Ich hoffe, die machen ihren Dienst ganz genauso. Die Doomsdays schießen noch nicht zuerst, sondern erst der Trupp Immortals und der Royal Warden auch. Ja, fangen wir mit den Immortals an. Ich bin nicht in halber Reichweite. Deswegen nur 4 Schuss, treffen alle. So einen Wundwurf bräuchte ich jetzt, denn du hast Widerstand 6. Vier. Hier mit 4? Wir haben 4. Echt? Elder auf einem Bike. Okay, ja, dann auf die 3, ich habe Stärke 5. Minus 1, ne? Dann auf die 4, das sind 3 mal minus 2. Ich habe 4 weiter auf den Kollegen. Gucken wir mal, was passiert. Ja, kriegt einer, wie viele Lebenspunkte machst du? Jeweils einen. Einer noch einen Lebenspunkt. Dann schießt der Royal Warden hinterher. Da müsst ihr noch mal eben messen, weil der hat 30 Zoll. Reichweite ist. Ja, ob der, aber wer kann 15 Zoll sein? Ne? Ja, das ist schon ein bisschen krass. Nee. Also selbst wenn ich von der Schütze nehme. Ja, okay. Ein Schuss. Der Royal Warden trifft auf die 3, also auf die 4. Nein, aber gar nichts. Ja, dann würde ich sagen, machen wir die erste Doomsday Arc hier. Die schießt jetzt auch mit ihrer Gauss-Phalanx auf die Bikes. Das sind auch nicht halbe Reichweite, also 10 Schuss nur. 2, 4, 6, 8, 10. Auch wieder minus 1 zu Hit, sagst du, ne? Minus 1 auf Treffen und Wunden. Jawohl. Auf die 4 dann. Nein. Nein, nein. Und auf die 5 an der Stelle. Einer ist raus. 4? Das sind 4 mal, genau, minus 1. Ja, dann geht einer. Jo. Die zweite ist die, die wird... Das sind keine 24 Zoll, ne? Nein, die und die dicke Waffe schießen. Stimmt, die dicke Waffe auch noch. Erstmal, wie viel Schuss? Für 5.
Auf die 4, genau. Das ist schon ziemlich cool, ne? Ja, ist schon ein harter Beschuss. Ja, aber das, das rettet dir gut den Arsch hier, ne? Ja, im Moment schon. Dann gehen 2 durch. Auf die 3 an der Stelle, Stärke 10. Ne? Genau, Stärke 10. Minus 1, also auf die 3. Einmal minus 8000. Das sind 6, ist gerettet. Wunderbar. Und die zweite Doomsday Arc schießt nur mit dem dicken Geschütz, glaube ich, weil mit den 24 Zoll komme ich nicht ran. Wie viel Schuss? Für 6. Ja, aber eben waren ja nur einer weniger. Und oder komme ich doch ran mit 24 Zoll? Du kommst ran. Ja, dann schieße ich gleich hinterher. Also erst das dicke Geschütz auf die 4. Ne, auf die 3, ne? Ne, du warst ja nicht stationär oder so, ne? Du triffst dann normal auf die 3, minus 1 auf die 4. Ah ja, genau, so war das. Verbundes auf die 3. So. Das waren nur 2 Treffer. Das waren 2-4. Ja? Ich glaub dir einfach mal. So. Wie viel Schaden machen die eigentlich? Eine Menge, ne? Er ist gerettet. Ist gerettet, genau. Dann hast du noch 10 Schuss. Jawohl. Ach, dicke Knarren gegen Harlekin und einen Retter, das ist furchtbar. Ja, wenn man. Ich muss auf Custodes schießen, ey. So. Auf 4. Auf die 4. Dann auf 5. Mhm. So zauberhafte Strata-Gems hat, dann willst du machen, ne? Einmal. Da verliert einer noch ein Lebenspunkt. Ja, wunderbar. Dann würfel ich jetzt hier den Charge noch aus, weil der Titan möchte hier den da hinten anchargen. Mhm. So. Weil du bist genau an der Kante, deswegen kann ich durch die Wand schlagen, wie auch immer das funktionieren soll. Man muss halt gucken, ob du hinkommst. Ja, mit einem großen Charge komme ich ran. Aber ich glaube, den muss ich wahrscheinlich komplett wiederholen. Ja, auf jeden Fall muss ich den wiederholen. Sternengott. Ja. Hat sich ausgegottet. Ne, damit komme ich ran. Damit kommst du ran. Da du wiederholt hast, gucke ich, ob ich den Punkt kriege. Nein. Wunderbar. Wir bewegen ran und dann... gibt es mal ein paar tote Harlekine, befürchte ich, noch hinterher. Kann ich? Ja, bitte, tu es. Zeig es uns und, ach, hervorragend, guck dir das an. Oder möchtest du hinterm Gebäude stehen? Nee, nee, da ruhig rein. Ja, ja, mach dir das Tor wieder zu und gerade. Schön, ja, dann haut der jetzt mal zu, wa? Ja, mach das. So, der Nightbringer hat 6 Attacken. 2, 4, 6. Trifft auf die 2. Hoppala. Ja, ja. Das sieht gut aus. Das sind alle. Und mit der fetten Attacke hat er eine Stärke von 17, von 40. Entschuldigung. Einfach 100 auf 2. 100 auf 2, ne? Ja. Ja. Damit, da mit der Attacke sind auch keine Retter erlaubt. Wie viele? Das sind jeweils D6 Schaden. Ja, wie viele Lebenspunkte hast du? Ja, versuch mal. Ja? Vielleicht schnupfen es ja nur 1. Das kann natürlich sein, ne? Ich glaube, ich habe nur 5 Lebenspunkte mit dem. Aber komm, ich will einfach mal wissen, wie viel Schaden es gemacht hätte. 4. Wie kannst du zusammen haben? 6. Ja, gut. 7. Nix. 11. Boah. Die großen fallen immer raus. 12, 13 Schaden. Das ist eigentlich noch human. Okay. Aber der ist tot. Der ist tot, Mann. Ja, super. Dann war das auch meine Runde. Ach nee, ich hab vergessen. Skarabäen, ne? Ja, die haben vergessen zu chargen. Mach doch. Und so bin ich ja nicht. Ich weiß nicht, oder? Ich überlege mir das mal kurz. Ja, ich hab mutig wie ich bin, wollen die Skarabäen auch diesen Solitär, wie heißt der Solitär? Mhm. Anchargen. Bin mal gespannt, ob das klappt. 5 Zoll. Ja. Ja, ne, dürfte passen. Ja. Ich positioniere ran und dann geht das los. So, bevor die Skarabäen aber zuhauen, die sind jetzt schön ran und reingepeilt. Möchte ich noch ein Stratagem zünden für Self-Destruction. Auf die 2 plus geht ein Skarabäen-Base in die Luft und würde dementsprechend noch Mortal Wounds verteilen. Schauen wir mal. Auf die 5, wunderbar. Das gibt jetzt W3 Mortal Wounds. Für 2. Mhm.
Und jetzt ist eins kaputt. Und dann hauen jetzt 4, 8, 12, 20 Attacken. Ich habe nur 10 Würfel, also 12, 2, 4, 6, 8, 10. Ich wunde, also ich treffe dich auf die 4 und jede 6 würde eine automatische Wunde geben. Das sind 2 automatische Wunden. Sonst nur noch eine. Stärke 3, ups, Stärke 3 auf die 4. Boah. Nein. Mhm. Und dann nochmal 10 hinterher. Gut mischen. So, nochmal eine automatische Wunde und gar nichts. Nur eine Auto. Zweimal automatische Wunden, ne? Also 3 insgesamt. Jawohl. Dann habe ich 3 Retter dagegen. Jawohl. Verliere ich noch einen Lebenspunkt, habe ich insgesamt 3 verloren, 5 hat er, hat er noch 2. Wunderbar, also hat nichts kaputt gemacht. Magst du zurückschlagen? Ich möchte direkt zurückschlagen und zwar habe ich nicht angegriffen, nicht geblitzt vorher. Ich habe 8 Attacken, ja, die auf die 2 treffen. Und welchen Widerstand hast du? 3. Wunderbar, dann nehme ich den Caress, das ist Stärke 5. Ja. Und dann verwunde, treffe ich auf 2 und verwunde auf 3. Tu es. Das sind alle. Ja. Und auf 3. Ah. Alle. Das sind alle. Minus 2, ein Schaden. Ja, gut. Wie viel waren das? 2 mal 4, 5, 6, 7, 8. Ja, das sind 2 Bases kaputt. Nee, die lasse ich stehen. Das schreit nach Moralwert. Ja, mein Gott, bei dem 10er wird nichts passieren. Nee. Ne? Ja, wunderbar, dann bleiben wir hier im Nahkampf. Bup, bup. Mhm. Und dann schreiben wir jetzt Punkte auf. Das war meine Runde und dann kommen wir zu deiner. Alles klar. So, Zug 2 der Harlekine, die Bewegungsfarbe. Das war original Jim Carrey gerade, Junge. Die Bewegungsphase wurde beendet. Die Biker haben sich nach vorne bewegt, um die Doomsday Argotskorn zu nehmen, Rache zu üben für ihren verlorenen Bruder. Mein Death Jester mit der Relic-Waffe hat sich versteckt. Versteckt vor der einen Hälfte des Spielfeldes. Der hier drin stehende Starweaver hat sich bewegt, nachdem er seinen Death Jester rausgelassen hat, um mit seinen Meltern hier rüber zu fliegen und die zweite Doomsday Arc anzugehen. Ja, jetzt kommen wir zu den weniger glorreichen Dingen. Ja. Mein Solitär hatte sich noch aus dem Nahkampf zurückgezogen. Ja, weil Skarabäen so mächtig sind. Dass sie ihn halt die ganze Zeit nerven können, in der nächsten Runde auf jeden Fall zuerst zuschlagen würden. Ja. Hat rausgeblitzt, kann ja mit seinen 1000 Harlekin Sonderregeln ja, so wieder das Richtung des Gegners bewegen, neu angreifen und machen. No? Hat sich dann hier hingestellt, wird wahrscheinlich gleich hier so. Ne? Jetzt kommt der weniger glorreiche Typ, das ist mein Shadowseer, der eigentlich rennen wollte, um hinter Deckung zu kommen, schafft er aber nicht, weil er will eigentlich jetzt hier meinen super starken, hyper krassen, hyper mega super Nahkampftrupp gleich schneller machen, damit sie in deinen Zetan reinrennen können. Wir warten alle auf diese Aktion. Darauf warte ich absolut. Ne? Ich hoffe auch, dass das alles klappt. Mhm. Wenn nicht, ist die ganze Flanke verloren. Na, gucken wir mal. Soweit mit der Bewegungsphase. Ich würde direkt wieder in die Psi-Phase übergehen. Ja, bitte. Und zauber eine Runde. Psi kann ich ja nicht bannen. Ich habe sowas nicht. Dann würde ich mit dem Wichtigsten, der Wichtigsten, der Allerwichtigsten anfangen. Und zwar Twilight Pathways auf meinem Shadowseer. Ja. Auf meine Troops. Und dabei ist zu beachten, er hat ja den Shadowstone als Relic. Normalerweise nur 3 Zoll Reichweite. Ja, logisch. Jetzt sechs. Verdoppelt auf 6. Und 28. Auf die 6. Es geht nicht ab. Aber ich gebe meine Reroll aus. Ja. Guck erstmal, ob ich den wiederkriege. Nein. Oh Gott. Nein! Alles klar. Dann auf den Trupp weiterhin minus 1 auf Trefferwürfe. Das geht durch. Toll, klasse. Ja. Das war's mit der Psi-Phase. Oh. Weißt du schon, worauf du schießen magst oder musst du kurz noch überlegen? Nö, ich weiß, worauf ich schießen mag. Dann ziehen wir das durch. Ja, komm. Na, dann möchte ich hier mit meinem Starweaver
5 Melter in deine Doomsday-Arc Giftstoff rein. Irgendwas Besonderes mit Verwunden bei denen auch? Ja, Wunde ist nur auf die 4. Toll. Mhm. Sind zwei Wunden. Das kannst du ja wunderbar. Ich habe zweimal dann Redder. Redder. Auf die 5. Gehen beide durch. Der erste für 4. Der zweite sind insgesamt 9 Schaden. 9, ja. Dann schieße ich mit dem dran. Ja, dann schieße ich erstmal mit den Bikern weiter. Auf Isen ihn hier. Auf Isen. Isen hier. Isen da, ja. Genau. Ne? 4W6. 7, 8, 9, 10, 11. Was sind wir mit diesen Mortal Wounds jetzt, ne? Ja, auf 3. Und auf 4. Eine Mortal Wound. 3 Mortal Wounds und eine Wunde zusätzlich. Also 4 Mortal Wounds und eine minus 1. Machen wir erstmal die Mortal Wounds auf die 5 plus. Dank der Dynastiefähigkeit, wo ich eben die Hälfte in der Schussphase vergessen habe. So, dann gehen nur 2 durch. Mhm. Und dann noch einmal minus 3, hast du gesagt? Noch einmal minus 1. Minus 1, das wäre auf die 4. Da wäre sie gewesen. Da ist die 2. Okay, 3 Wunden. Alles klar. Dann würdest du mal den Würfel bitte auf die 7 legen? Ja. Und hast du irgendwo noch einen im Petto, dass wir dann... Ich habe ganz viel im Petto noch. Den da, der hatte 14 und hat 9 gekriegt. Ja, dann hat er noch 5, ne? Joa. Hab ich gut gelöschen. Das hast du wunderbar gemacht. So, dann möchte ich gerne auf jeden Fall mit meinem Death Jester hier oben auf deinen Panzer schießen, weil er hat... Auf welchen? Auf den hier unten, weil den möchte ich gleich angreifen. Ich möchte das Abwehrfeuer umgehen. Ich muss nur treffen. Wunderbar. Stärke 6 auf Widerstand 7 ist auf die 5. Widerstand 6 hat das Ding nur. Widerstand 6, ja, dann auf jeden Fall eine Wunde, kein Minus. Aber auf jeden Fall kein Abwehrfeuer mehr für den Trupp hier, weil der ist jetzt gepinnt. Ja, ja. Und noch eine Wunde, hat er nur noch 6, ne? Hat er nur noch 6. Ja, das Abwehrfeuer war ja eben auch so glorreich, ich hätte es mir eh gespart. Ja. Dann schieße ich mit meinem Death Jester hier auf deinen Anführer. Hoho. Wie viele Lebenspunkte hat der? Ich glaube, der hat Junge. Stimmt. Stimmt. Oh, ja. So um den Dreh. Okay, komm. Wir machen erstmal, Wunde erstmal und ich sag dir dann, was der hat. Ach, weißt du was? Ja, komm, ich schieße auf den. Ich treffe auf 2. Natürlich, auf 2. Auf 3, nix. Brauchst nicht gucken. Der hätte auch nur 4 Rudens gehabt. Dann schieße ich noch mit meinem Transporter auf deinen Panzer mit den 5 Lebenspunkten. Jo. Ja, irgendwie verhext gerade, ne? Auf die 4 plus. Nix. Wäre das auch eine Melter gewesen? Da? Was nee, das war ein ganz normale 0 auf 15. Okay. Nix ist das. Dann schießt noch mein Kollege hier mit seinem Halluzinogen-Granatwerfer auf deine Typen. Ein Schuss. Moralwert? 10. Nee. Nee, ne? Nee. Gut. Necrons. Ne? Gut. Ja, was? Das war's. Wir gehen über in die Nahkampfphase. Bitte, direkt durch. Ich greife mit meinem Solitär deine Immortals an. Kommt ran. Der hat geblitzt. Ich greife mit meinen Bikern deinen Panzer an. Komm auch ran. Mhm. Ich greife mit meinem Transporter dein Fahrzeug an. Kommt auch ran. So spielen Profis. Komm, ich greife mit meinem Shadows hier noch deine Immortals an. Ja. Müsste eigentlich. Weil der kann jetzt auch da stehen und sterben. Also, ja, der kommt ran. Ist auf 1, so, zack. Gut, ja. Gut, dann peilen wir ran. Dann peilen wir ran und dann darfst du dir aussuchen, wo es direkt online bleibt. Wir ziehen direkt durch hier. Boah, also, Freunde. Wir ziehen immer. Da geht hier Schlag auf Schlag. Na? So, wo magst du denn zuerst anfangen? So, wir fangen an mit den Bikern auf deinen Panzer. Jawohl. Zwar die Biker haben 3 Attacken im Profil.
4, weil sie Frozen Stars sind und angegriffen haben. Und ich gebe 2 Kommandopunkte aus, damit sie noch plus 1 mehr Schaden machen. Ja, logisch. Totaler Overkill. 4, 1, 2, 3, 4. Dann brauche ich noch 3 Würfel. Ja, treffen auf die 3. Ja. Das ist ganz schön ordentlich. Stärke 5 auf Widerstand 6, verwundet auf die 4. Verwundet nur auf die 4, genau. Aber du hast ja Widerstand 6. Ja, ja, aber generell davon hättest du Stärke 1000. Das ist egal, wenig Quantenschilden. You know what I mean? I know what you mean. So, dann habe ich insgesamt 5 Wunden minus 2, 3 Schaden. 5 Wunden minus 2, das ist immerhin noch der 5er, wäre auch der 5er Redder. Mhm. Ja, haben wir da was? Nö. Ob der explodiert. Wie viel habe ich denn? 6, ne? Ah, du machst 2 Schaden. Ich mach 3 Schaden. Du machst 3 Schaden flat? Ja, flat jetzt. Einen Moment. Ach so, ob ich das wieder kriege? Ja! Geil. Kann ich gar nicht. Ich habe in der Runde schon refundet. Ich wollte gerade was sagen. Wollte ich nicht. Ich bin dann doch gefallen. Ich muss mal eben was schauen, aber das Ding geht ja quasi in die Luft hier, theoretisch, ne? Ja. Ja, ich würfel gar nicht, ob der explodiert, denn ich gebe direkt ein Stratagem aus für einen Kommandopunkt. Curse of the Pharaon. Oder Curse? Curse. Curse of the Pharaon. Ja. Yeah. Boah. Jedenfalls geht das Ding automatisch in die Luft und alle Einheiten innerhalb von 3 Zoll bekommen dann W3 Mortal Wounds. Ich fange mit meiner an. Es kommt wahrscheinlich die 6. Ja, ich habe aber zum Glück eine 5er Philo Pain. Nö, 3 Tote. Jetzt auf die Bikes. 1. Nein! Ah, da geht ein Bike. Und 1 hat noch 2 Lebenspunkte. Wunderbar. Und 1 hatte noch 2. Und dann ich steht da noch der komische Scharfschütze. Der bekommt 2. Bei mir waren es 3, die weg waren, ne? 1, 2 oder 3. So. Ja, hat sich ja... Doch, hat schon gelohnt. Ein Bike gegen 3 Immortals. Cool. Fand ich ganz cool. Du haust noch weiter zurück, ne? Hier, du hast noch was zum Hauen. Ich habe ja noch meinen Solitär, der zuschlägt. Ja, und das... wollen wir hier bleiben auf der Seite? Da kannst du erstmal mit... mein Fahrzeug zuschlagen. Genau. Statt 3 hat er 4 Attacken bei Frozen Star. Ja, klar. 2 Stück auf 5, eine kein Minus, ein Schaden auf die 3, nein, so. Hat auf 4, ist das hier auf der Stelle auch schon vorbei. Mhm. Würde ich darüber gehen, dann würde ich zunächst mit meinem Solitär zuschlagen, es sei denn, du möchtest irgendwas unterbrechen. Ich bestimmt nicht mit den Immortals, die sind ja jetzt nicht bekannt für ihre Nahkampffähigkeiten. Also, der Solitär hat geblitzt, 8 Attacken im Profil, nach Blitz hat er 10 Attacken, plus Frozen Star 11 Attacken, die auf die 2 treffen. Also eigentlich spielen Harlekin nur Gymnasiasten, weißt du nicht? Kann doch keiner merken, was die alles haben, ey. Aber man vergisst immer mal, es gehört einfach zu Harlekin dazu, was zu vergessen, ja, was zu verkacken. Generell im Spiel vergisst man. Was haben die für einen Widerstand? 4 oder 5? 5. Dann nehme ich auf jeden Fall, ich nehme mal meinen Caress. Und auf die 4. Aber warte mal, bevor du das wegnimmst, vielleicht hatte ich auch nur 4 und ich bescheiß dich. Ja, wenn, dann würde ich eine Wunde mehr machen, egal was passiert. Ja, die sind ja, manchmal weiß man es ja einfach nicht, weil man es nicht weiß. Aber ich glaube... Ich würde fast sagen, die haben 4. Die haben eine Toughness von 5. 5, ja, dann habe ich hier 4 Wunden gemacht, ja. Mit minus 2 ein Schaden. Okay, minus 2 habe ich noch... 4 Stück oder 5? 4. 4. Habe ich noch einen 5er? Jo. Ein Schaden? Ein Schaden. Die haben einen Lebenspunkt, ne? Ja. Der haut der andere noch zu, ne? Dann haut der andere jetzt noch zu. Ich lege mal eine 4 hier hin, das werden die wahrscheinlich wohl nicht überleben. Ja, weiß ich nicht. Aber ich weiß ja schon, wer Rache nehmen wird. Ich weiß es. Ich habe auch so ein ganz seltsames Gefühl, dass er gleich so mit Meteore und alles in meine Richtung fliegen. Das kann höchstens, das wird nicht höchstens, das wird passieren. Also der Shadows hier hat 4 Attacken. Ja. Stärke erstmal auf 2. Jawohl.
Der hat mit dem Mist Dave hat der Stärke 5. Ja, auf Vieren. Wunderbar. Jawohl, minus 1 und W3 Schaden. Drei Stück waren das? 3 minus 1. Auf die 4. Ah, da ist er schon. Ist er schon. Da brauche ich gar nicht würfeln. Hat nur ein Lebenspunkt. Der Druck ist weg. Genau. Okay, dann. Ja. Noch irgendwas zum Chargen? Die Charge bist ja schon, noch irgendwas zum Kämpfen, meine ich. Nee, aber ich würde einpeilen in dein Fahrzeug. Ja, kannst du machen. Ja, ja. Weil, ist so. Na gut. Gut, das war's. Dann kommen wir zu meiner zweiten Runde. Wir entfernen Verluste, wir schreiben Siegespunkte auf und dann geht das ab hier. Ja. Natürlich ist es nicht Runde 2 der Necrons, sondern Runde 3. Und also ein bisschen bewegt haben sich die Skarabäen hier, haben sich geknubbelt ans Missionsziel. Die Ghost Ark ist aus dem Nahkampf hier, die haben ja, sind ja reingepeilt, ist sich einfach zurückgeflogen. Der Nightbringer ist nach vorne gegangen und versucht gleich die beiden Jungs hier aufzulutschen. Und die Skarabäen haben ebenfalls sich gemütlich gemacht am Missionszielmarker. Jetzt ist die Frage, wo ich drauf schießen werde. Ich denke, ich fange hier mal von rechts nach links an. Die gute Doomsday Ark schießt auf den angeknusperten, wie heißt der, Solitär, Magnat, Solitär. Ich werde mir erst ein paar Würfel besorgen und dann geht die wilde Schießerei hier los. Ah, stopp. Bevor ich die schieße, wird der Titan seine Kräfte entfesseln. Ich hatte ja gehofft, du vergisst es. Ja, hast du gehofft, ne? Ja, da ist man mal, sieht man mal, ich spiele halt so wenig mit Psi und mit solchen außerirdischen Kräften, dass ich diese Phase immer vergesse, aber jetzt ist seine Zeit. Ich hole mir trotzdem Würfel und dann geht er los hier. So, der Titan ist in Position und jetzt macht er erstmal Gaze of Death. Das waren wieder die 3 W6 auf die 4 plus auf ihn hier, auf den Shadow Seer. Das sind 2 Stück. Mhm. Und jetzt gibt es dann 2 D3 Mortal Wounds. 5 hat er, 5 kriegt er. Ja. Weg ist er. Fantastisch. Und hinterher den Antimaterie-Meteor auf den Angelknusperten. Den gibt es auf die 2 plus. Und das sind jetzt nochmal D3 für 3. Ist er auch weg? Ist er auch weg. Ja, kurzes Gastspiel. Ja, dann geht jetzt die Schussphase los. Da muss ich mir leider neue Ziele, was heißt leider? Ich muss mir Ziele überlegen, weil ich wollte eigentlich zuerst mit der Doomsday Ark hier, nicht mit der Doomsday Ark, mit der Ghost Ark auf die beiden schießen. Aber da kam mir zum Glück noch der Gedankesblitz, dass ich noch diese Kräfte aktivieren kann. Jetzt gucke ich mal eben, wo ich drauf schieße und dann geht es sofort weiter. Die Ghost Ark, die schießt jetzt hier auf die Bikes. Die sind minus 1 to hit. Vom Haus aus, sagt der Gute. Ich bin im vorletzten Bracket, also habe ich eine ballistische Fähigkeit von 4 und minus 1, also auf die 5. 10 Schuss, 2, 4, 5. Oh, war ich 205, weil ich gerade eine Hand habe. Auf die 5, heroisch. Und dann nochmal. Ja, da sind doch schon mal 3 Treffer dabei. Stärke, 4, du hast Widerstand, 4. Dann, ja, auf die 4. Einmal, minus 1. Schon 4 mal Retter auf den Kollegen. Verliert er noch einen Lebenspunkt. Gut. Dann schießen wir weiter mit den mit dem Royal Warden und dem Immortal hier auf den Kollegen, der da in der Ruine steht. Mhm. Ich denke mal, das kann ich gleichzeitig machen. Denn machen wir nacheinander. Der Immortal, der hat, ist in halber Reichweite. Also 2 Schuss auf die 3. Oder ist er auch irgendwie minus 1 zu hit? Jawohl. Stärke 5. Widerstand 3. Auf die 3. Zweimal minus 2. Ja, 4er Retter. Einer geht durch. Ein Schaden. Hat er noch 2.
Und dann der Royal Warden, der hat, glaube ich, auch Rapid Fire. Aber hätte ich viel mehr schießen können mit dem eben. Und ich kann ja auch einen Wundwurf wiederholen. Mein Gott, warum denke ich denn da nicht dran? Ich weiß es nicht. Jetzt aber. Okay, der Royal Warden ist Rapid Fire. 4 Schuss auf die 3. Hervorragend. Stärke 5. Wieder auf die 3. Jetzt würde ich dran denken, aber jetzt brauche ich es nicht. Und minus 2. Ne? Also, 4 war Retter. Einer geht durch. Und macht 2 Schaden flat. Dann komm, ich gebe einen. Nee, der stirbt. Ja, hätte ich auch gemacht, weil da wird er zur Not noch die Doomsday Arc hier drauf schießen. Diese Doomsday Arc schießt jetzt aber mit der Gauss-Phalanx hier auf diesen Scharfschützen. Wie heißt er nochmal? Solon Deathchester. Deathchester. Okay. So. Machen wir wieder 2x5. Der ist normal zu treffen, ne? Ja. Okay, das sind 4 Treffer. Auf die. Wieder schon 3? 3. Auf die 3. Schon mal 3. 3-mal. Und dann nochmal. Also das große Geschütz geht natürlich da drauf, ne? Hat jetzt. Und ja, noch 5-mal minus 1. Dann auf die 4. Verliert einen Lebenspunkt. Wunderbar. Aber auf 4. Jetzt geht's los. Die große Kanone hier möchte auf die Bikes schießen. W6 Schuss für 3. Eingebauter minus 1. Ja, erstmal treffen. Also auf die 4. Alle. Ich habe mich nicht bewegt. Volle Stärke auf die 2. Den wiederhole ich. 3-mal dein Retter. Ja, alle gerettet. Hervorragend. Bekommst du noch den Kommandopunkt von mir wieder? Nee, ist ja schon true. Das war der Shadows hier. Ach so, jetzt hast du die Fähigkeit nicht mehr. Hab die nicht mehr. Okay. Dann war das auch meine Schussphase. Ja. Das waren 9 Punkte. Ja, den Charge spare ich mir, aber das bringt nichts. Deswegen zählen wir Punkte, entfernen Verluste und dann kommen wir zurück zur Runde 3 der Harlequins. Harlequins oder Harlequine? Wie sagt man? Kannst du hier aus. Weißt du was, du darfst hier aus. Oh. Harlequins, so. So, dritte Runde, Bewegungsphase endet. Hat sich eine Menge getan. Die Harlequins bereiten sich auf das Crescendo vor. What? Und zwar fangen wir mal auf der linken Seite des Spielfeldes an. Da haben wir unsere 10 Troops, die sich jetzt todesmutig auf den Zetern zubewegt haben. Ich glaube, die haben in ihrem Leben noch nie einen gesehen, ne? Die haben im Leben noch keinen gesehen. Ja, der Zetern hat jetzt auch noch nicht gesehen, was gleich passieren wird. Wer zuletzt lacht. Ja, mein Deathchester hier unten hat sich ein Stück nach vorne bewegt. Ah, der hier. Um das Missionsziel weiterzuhalten, während meine Bikes sich ein Stück zurückgezogen haben. Ja. Damit freie Schuss war sowohl auf die Doomsday Arc, ja, auf die Ghost Arc, ja, und wenn da irgendwas geschossen hat, sogar noch auf die Skarabäen angreifen können. Also ich weiß nicht, wie man es besser machen hätte können. Ja, zum Beispiel keine Charaktere verlieren, aber okay. meine Troops sind ausgestiegen und umkreisen jetzt gerade das. Die letzte Doomsday Arc, ja, und können dann hier noch ein bisschen in den Nahkampf. Mein Transporter ist hier rüber geflogen, um auch noch, je nachdem in welche Richtung, ein bisschen Unterstützungsfeuer zu geben. Und insgesamt glaube ich, hoffe ich, dass das eine sehr erfolgreiche Runde wird, denn wenn nicht, war es das. Wie ich dich kenne, du strategisches Genie, wird das schon passen. Ich habe noch 4 Kommandopunkte, die werden aber fast im Grunde alle für eine Aktion draufgehen. Musst du denn jetzt irgendwie, oder kannst du, oder willst du noch was in der Psi-Phase zaubern? Ich kann nichts mehr zaubern. Shadows hier ist tot. Oh, schade. Ne? Also wir können eigentlich jetzt direkt in die Schussphase übergehen. Ja, ohne Pause, ohne Schnitt. Ohne Pause, komm, dann machen wir in einem Ding durch. Boah. Ne? So, ich möchte gerne mit 5 Fusion Pistols in Melter Range auf deine Doomsday Arc feuern. Bitte! Die hat jetzt noch 5 Lebenspunkte übrig.
Treffer auf 3. Ich verwunde auf 4. Jawohl, einmal. Deswegen hast du einen Redder. Einen Retter habe ich. Und der könnte jetzt mal sitzen. Nein. Soll ich. Ja, wenn du möchtest, kannst du wiederholen. Ich wiederhole einfach mal. Ich habe so viel. Ich würfel jetzt eine 6 mit 2 bis 6. Ja, das kann sein. Nee. Ja, der ist put. Kannst du explodieren? Also? Mach ich. Mach das. Automatisch. Gut, ich krieg dafür nichts wieder. Okay. Diesmal fange ich an mit der Explosion auf deine Jungs. Ne? Ja. 3. Dann auf den Royal Warden. 4-3. Also, ja, hier, der hier. Ist der weg? Nee. 3? Der hat 5. 4 hat er, aber ich habe ja dank dieses hervorragende Dynastie. 5er. Genau. Ja, ja, war gar nichts kaputt gemacht. Ne? Und dann der Immortal. 4-2. Und dann nochmal 2x Fino Pain. Der ist weg. Der ist weg. Der ist weg. Gut. Da war ja mal ein Crescendo an der Stelle, oder? Musst du denn gleich hier Moralwert machen? Ich werde gleich noch Moralwert machen, aber das passiert ja am Ende der Phase. Ich frage mal, weil ich gefragt habe. Ne? Mhm. Die haben Moralwert von 8. Die können verpatzen tatsächlich. Ne? Die können gleich verpatzen. Okay, weiter im Text. Ah, die ist entfernen wir dann. Weg, können wir vorher entfernen. Ja, ja. Dann möchte ich direkt mit meinem Scharfschützen auf deinen Kollegen hier feuern. Ja. Trifft auf die 2, verwundet auf die 3. Daneben. Der hat die ganze Zeit noch nichts gebracht. Ne? Noch nicht so wirklich. Der sieht zwar geil aus, ne? Ich finde, ja, der ist gelungen, aber so wirklich gemacht. Wirklich bringt tut er nichts. Ne? Der hält Missionsziel. Na gut, dann feuere ich mit meinen 3 Bikern hinten auf deine Ghost Arc. Ja. Für insgesamt 11 Schuss. Haben wir hier schon mal. Die Waffe finde ich so von frech. Ne? Wie heißt die nochmal? Haywire Cannon oder auf Deutsch das, glaube ich, Impulskanone. Ist sie nur so gut gegen, also jetzt die, gegen Vierer Fahrzeuge? Macht die auch diese W6 Schuss auf Infanterie? Ja, ja, die macht W6 Schuss immer, ja, aber gegen Infanterie hat die ein ganz normales Profil von Stärke 4 minus 1, 1 Schaden. Mhm. Und alles, was ein Fahrzeug ist, kriegt wegen der Impulsregel auf Vieren und Fünfen, also auf Vieren eine Mortal Wound. Und das heißt immer zusätzlich, sagen die Regeln. Ja, klar. Das heißt also, wenn du jetzt einen Widerstand 7 hast und eine 5 Wehr hast, dann hast du eine Mortal Wound und eine Verwundung mit minus 1. Logo. Dann schieße ich jetzt da unten auf deine Ghost Arc. Ich treffe dich auf 3. Mhm. Ja, es gibt halt Listen, die bestehen extrem viel aus Bikes, aber ich möchte halt auch mal ein bisschen was anderes machen, als nur Bikes aufstellen. Ja, ja, klar. Und jetzt auf die 4. Genau. Eine. Eine? Eine einzige nur. Die könnte ich ja vielleicht schaffen, denn ich habe ja dank wunderbar. Also ich glaube, ich spiele mit den Necrons nie wieder eine andere Dynastie. Die ist ja mega gut. Wenn ich noch an den einen Woundroll denken würde, den ich glaube ich eben schon mal vergessen habe. Aber mir reicht auch der 5er Philo Pengi Mortal Wounds. Dann möchte ich gerne mit 6 Schuss meine Star Weavers hinten auf deine Skarabäen schießen. Jawohl. Auf 3. Widerstand hat 3 wahrscheinlich, dann auf die 6. Oder Widerstand, warte, Widerstand 2 sogar. Ja, ist nicht schlimm, auf jeden Fall auf die 2 und 6 wären halt minus 3. Jetzt hat er auf jeden Fall 4 Wunden. Mit Minus? Nix. Das ist gut, da habe ich noch 6 dagegen. Nein? Dann geht eine Base, ne? Ganz genau. Okay, dann, jetzt kommt das Beste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10. So. Ich gucke jetzt mal, das sind Pistolen. Die haben, glaube ich, 12 Zoll oder 6 Zoll Reichweite. Ja. Und dann möchte ich nämlich ganz gerne, auf, wenn ich in Reichweite bin, auch auf deine Ghost Arc schießen. Ja. Ja, Schurikenpistole 12 Zoll. Okay. Ich will mit meinem verbleibenden 10 Schuss auf deine Ghost Arc. Ja. Auf die 3. Und jetzt muss ich schon 6 würfeln. Nichts. Na gut, das wäre auch auf den Cetanix gewesen. Schade. Gut, dann ist die Schussphase an der Stelle beendet und ich gehe über in die Nahkampfphase. Und wenn wir hart sind, ziehen wir die durch. Wir waren nicht on fire, wir mussten einen kleinen Break machen. Normalerweise hätten wir durchgezogen, die Charge-Phase, ne? Furchtbar. Ja. Aber gut, es ist wie es ist. Und ja, dein Auftritt. Auf geht's. Wir chargen ein bisschen durch die Gegend. Und zwar möchte ich vorne auf der linken Seite anfangen, mein 10er-Trupp Troops.
Zehner Trupp True, ist schon falsch. Ne? Möchte in den Zetan rein. Ja, Apfelfeuer gebe ich nicht, kann ich nicht. Ich glaube, würfeln, ja, wunderbar. Fünf, ja, ist drin. Ja. Legen wir uns eine 5 daneben, machen wir gleich, ist zu viel dafür. Mein Zweier hier möchte in deinen Typen reinrennen. Da würde ich einfach mal Abwehrfeuer für den Spaß doch, geben. Mach doch. Ja, einen Kommandopunkt gebe ich aus. Das sind dann 4 Schuss. Und dann wollen wir mal sehen. Immer ist eine 6 dabei. Auf die 3. Jo, minus 2. So, geht jetzt nur einer fliegen, ey. Nee. Nein. Ja, das müsste ja eigentlich auch direkt. Oh! Wer ist für wen ist ein Doppel 1? Ist aber drin. Ist aber drin. Ist aber drin. Ja, komm, viel Spaß, ist auf jeden Fall drin. Der ist auf jeden Fall drin. So. Mein Star Weaver. Ja. Möchte gerne in deine. Scarabane. Ja, da gebe ich nichts in Abwehrfeuer. Gut, ist drin. Meine Bikeridinios möchten in deine Typen rein. Die brauchen eine. Eine 5 brauchen sie mindestens. Mit einer 8 auf jeden Fall. Okay. Nur um das zu erklären, die waren unter 6, aber über 5. Also habe ich gesagt, komm, eine 5. Ist immer gut. Das peilen wir gleich noch rein. So, das ist auch. Das sieht gut aus. Dann peilen wir jetzt noch kurz zu Ende und dann fangen wir mit der Nahkampfphase an. Du kannst ruhig lauter reden. Peilen wir jetzt noch rein und peilen wir mit der Nahkampfphase an. So, wir befinden uns in der Nahkampfphase. Wir haben die Modelle entsprechend der Regeln rangepeilt und ich möchte mit dem Zetan beginnen, der so einen Großteil meiner Armee auf der linken Seite des Spielfelds weggemoscht hat. Wir haben uns versprochen, wir haben uns geschworen, uns gegenseitig den Hass mit diesem Kampf an den Kopf zu werfen. Ja. Ich beginne an dieser Stelle mit der mutwilligen Raserei. Das bedeutet, jeder meiner Einheiten macht jetzt plus 1 auf Verwundungen, das heißt, jeder von denen macht jetzt flat 2 Schaden. Okay. Zusätzlich gebe ich nochmal aus dem White Dwarf 2 weitere Befehlspunkte und meine letzten beiden aus für den mörderischen Auftritt. Damit mache ich plus 1 auf Verwundungswürfe. Ja, damit ist ja mein Plan schon aufgegangen, dass du jetzt zumindest deine ganzen Kommandopunkte ausgegeben hast. Das ist schon mal teuflisch. Ich habe 50 Attacken. Wie ihr hört, sind das so eine Menge Würfel. Und was soll man dazu sagen? Eine Hand alleine reicht nicht, um das hier mal alles, das kommt da oben drauf. 50 Attacken in den Zetan treffen auf die 3. Ha. Mhm. Ich will nicht wissen, was du mir gleich an den Kopf wirfst, so die unglaubliche Explosion der Explosionsexplosionen. Dazu wird es nicht kommen. Aber so. Ich weiß, wenn der Grimm das jetzt sieht an der Stelle, der weiß ganz genau, was passiert. Und der weiß ganz genau, wie du dich gleich fühlen wirst, mein Freund. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass mir da alles gleich entgleiten wird und die ganze Spielfeldhälfte weg sein wird, wenn alles explodiert. Ja. Ich habe eine Stärke von 5. Ich habe einen Widerstand von tatsächlich 7. Von 7. Das heißt, ich würde üblicherweise auf die 5 verwunden. Aber durch mein Strata-Game sind das jetzt 4. Es sei denn, es ändert sich was. Bei mir nicht. Okay. So, jetzt vermisse ich meinen Troopmaster an der Stelle, aber. Der schon tot ist? Der natürlich schon längst mit seinem pinken Baum gefällt wurde. Geil. Und das hier oben war eine 5. So. Wie viel haben wir denn? Wahrscheinlich kriege ich jetzt eine tödliche Wunde für jede Verwundung, die ich gemacht habe. Irgendwas kommt jetzt. Ich weiß nicht, was jetzt passiert. Das wäre natürlich auch total geil. 10, das sind 15, das sind 20, das sind 21 Dinger. Du hast wahrscheinlich ein 4er Nekrodermis irgendwas. Ne? Also 21, 4. Gut, ich habe einen 4er Retter. Ich habe erstmal 12 Würfel. Jawohl. Mehr habe ich nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Schon mal ganz gut gerettet, ne? Ja, da hast du noch einen Lebenspunkt. Machst du immer 2? Ich mach immer 2. Ich habe 9 Lebenspunkte, genau. So, und dann nochmal 11 hinterher. Ich weiß es gerade, ich mache einfach nochmal 12 hinterher. Wir sind noch ein Leck, was du an Lieb. Da hast du wieder recht. Ich wäre jetzt im Gönnermodus gewesen. Du musst sogar nur 9 machen, fällt mir da mal ein. Das wieso? Weil ich hatte ja 21. Ja, stimmt. Ich habe 12. 12 und 9 sind 21. Ja, ich, ja. Aber ich habe jetzt, ja, dann ist das so. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, dann so. Eigentlich guter Wurf. 3 gehen nochmal durch. So. 14 Schaden. 14 Schaden. Jetzt kommt's. Der wäre jetzt tot, ja, aber wenn er nicht ein Sternengott wäre. Ja. Und wenn, du hast es gerade angesprochen, mein Freund, wenn er nicht die Nekrodermis hätte. Ja, die aufplatzt. Nein. Nein. Die maximal pro Phase nur 3 Wunden zulässt. Ah. Und das ist das. Okay. Ich verstehe nicht, wie man, der Grimm auch nicht, ich verstehe nicht, wie ist man... Ist das diese Sache, nur 3 im Schießen, 3 im Zaubern und 3 im ganz genau. Kein Problem. Also du hättest jetzt 200 Würfel nehmen können. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Ich weiß nicht, also geile Einheit, ne? Also die haut eigentlich alles weg. Ja. Außer vielleicht ein Titan. Oder ein Gaskul. Gaskul tatsächlich 4 Lebenspunkte pro Phase. Aber gut, den einen mehr oder weniger. Dafür hat er 12 Lebenspunkte. Ja. Oder 14 sogar. Hm. Nee, 12, hast du recht. Ja, ich werde mir da, hast du noch einen Wundmarker? Ich werde mir mal 3 Wunden hinlegen. Ja, du hast gerade gesagt, wir schmeißen uns den Hass entgegen, genau. Der Hass ist spürbar. Ja. Den kannst du schneiden. Ja, ja. Also 6 Lebenspunkte hat er noch. So, also nee, hier so, ne? Er legt dir ruhig 10er hin, hast du einen mehr Schaden. Ist okay. Ist okay. Soll ich direkt zurückschlagen oder gleich? Ich schlag direkt zurück. Nee, machen wir gleich. Machen wir gleich. Dann machen wir erstmal hier auf der Seite weiter. Ja. Dann möchte ich erstmal mit meinen 2 verbleibenden Troops hier weitermachen. Das sind 10 Attacken insgesamt. Gut, das wird nicht so glorreich enden jetzt. Was hast du für einen Widerstand? 5? 5, ja. Ja. Dann habe ich auch Stärke. Nee, ich habe Stärke 4. Das heißt auch die 5. Nix. Gar nix. Nix. Wow. Nix, weil ich die ganze Zeit Pech habe. 1, 2, 3, 4 und nochmal 2. Gut, das hat nichts gebracht. Dann machen wir oben mit den Bikern. Gehen wir dahin. Bup. So, guck mal. So, da haben wir dann statt 3 Attacken 4 Attacken pro Modell. Ach Gott. Jetzt ist verhext, ne? Das mit dem Zetern habe ich jetzt fertig gemacht. Ja, das hat schon so manchen überrascht. Überrascht. Ja, ist ja auch in Arschlochregel hoch 5. Gut, auf jeden Fall eines tot, ja? Einer ist tot. Bup. Und dann möchte ich noch mit meinem Transporter zuschlagen. Klar, der trifft wieder mit allem, weißt du? Ja, das sind dann 6er, wenn du hast 6er Rettung. Ja, da, ne? Wie viel? 4. Wo der Stärke 5 hat. Jo. Hat eine Base hier noch einen Lebenspunkt. Mhm. Mhm. Gut, dann kannst du zurückschlagen. Dann haut der Chitan jetzt zurück. 6 Attacken. Ja, Living Metal hat der. Naja. Deswegen ist der unheimlich schwer. Selbst wenn du Psi-Phase nimmst, Schussphase, da muss alles sitzen. Psi-Phase muss sitzen, Schussphase muss sitzen und Nahkampf, damit der weg ist, weil er halt 9 Wunden auch hat. Ne? Okay, der haut natürlich auf deine Boys, auf die 2. Ach, den. Gönne ich mir sofort zum Rerollen. Man sollte eigentlich immer den Wundwurf rerollen, aber wir sind jetzt gierig. Und wieder auf die 2. Oh. Da. Okay. Da gehen 4. Da gehen 4. Mhm. Jawohl. Da gehen 4 Jungs Himmelspforte. Wie groß war der Trupp insgesamt?
18. Okay. Dann haut der Royal Warden jetzt einfach noch auf deine zwei Jungs da hinten. Mhm. Und dann sind wir auch schon durch, wa? Ja, das Karabinen noch. Ach, die ja auch noch, ganz genau. Gut, der Royal Warden, der haut mit drei Attacken zu, aber der hat keine Nahkampfwaffe, nix. Auf die drei. Einmal Stärke 5. Wieder schon 3. Auf die 3. Einmal minus nix. Auf die 4. Ja, einer geht. Wunderbar. Dann machen wir jetzt noch die Moralwerte. Achso. Den noch. Das sind 4 Attacken jeweils. Ich mache den ersten wieder. Auf die Bikes. Sechsen, eine automatische Wunde. Und einmal auf die 5. Ne, nee, auf die 4. Nee, Quatsch, was haben die für eine Stärke? Die haben Widerstand 4, haben deine Bikes, ne? Mhm. Ich habe Stärke 3, also ist das nichts. Okay. Also eine automatische Wunde vom ersten. Einmal auf die 4. Da geht noch ein Bike hoch. Und das hat hier nur ein Leben. Oh, oh. Und dann der zweite. Oh, 2 automatische Treffer. Und eine 5 dabei. Nochmal auf die 4 jetzt. Nein, zweimal. Noch ein Lebenspunkt. Wunderbar. Geil. Skarabäen, wie immer, die Matchwinner. Dann zählen wir Punkte, entfernen Verluste und kommen dann wieder in die 4. Runde. Runde 4. Die Necrons haben nicht mehr viel auf dem Feld. War ja fast zu erwarten. Aber was sollen wir machen? Die Reanimationsprotokolle haben die ganze Zeit nicht funktioniert. Hier auch wieder Off-Kämpfer sagt, da ging es nicht, die sind komplett weg. Der andere Immortal Troop ist weg. Und ja, deswegen gab es nicht viel zu reanimieren. Und bewegt hat sich nur die Ghost Ark, die ist nach vorne. Hab hier extra noch einen Würfel hingelegt, damit ich mir ein Gedächtnis rufe, dass sie gleich mit dem vollen Bracket schießen darf. Die hat ja auch einen Lebenspunkt zurückbekommen, ist wieder auf 4. Möchte gleich hier auf den Solitär. Der ist Jess. Irgendwann kriegst. Eines Tages. Genau. Und den versuchen vom Siegespunkt wegzuschießen. Ja, die Jungs haben sich aus dem Nahkampf zurückgezogen, weil ich eigentlich zuerst auch hier reinschießen wollte. Aber mein Plan ist, lieber Multi hier alles auf einen zu schießen, weil Beschuss aufteilen ist ein bisschen blöde. Okay, ob das was bringt, weiß ich nicht. Die Skarabäen sind am Missionszielmarker stehen geblieben und die befinden sich ja im Nahkampf. Da würden die Jungs auch zuerst zuhauen, wenn nicht jetzt diese glorreiche Meteoritenphase und diese Necron-Hexerei kommen würde. Ja, fangen wir an mit den 3W6. Jawohl, dann gibt es zweimal, also die haben nur einen Lebenspunkt jeweils, ne? Ja, 2W3 einfach rein damit. Ja, aber sind ja eh 2 Tote dann. Ja, das ist ja mau. Und dann nochmal den Antimaterie-Meteor auf die 1 kommt der leider nicht. Ja, dann Schussphase. Mhm. Die Ghost Ark schießt alles, was er hat, hier auf den Deathchester. Deathchester. Boah! Jetzt habe ich es. Das sind dann 20 Schuss. Ich bin in halber Range. 2, 4. Mein Gott. Immer die. 2, 4, 6, 8, 10. Ich gelte im höchsten Bracket auf die 3. Ja. Oh, Widerstand 3. 3. Auf die 3. Das könnte das fast schon gewesen sein. Ne? Versuche mal. Ja. 4 Lebenspunkte hat er noch. 5-mal minus 1. 1, der ist tot. Schade, verpuffen 10 Schuss. Geht das. Gut, das war meine Schussphase. Dann darfst du, wenn du dir jetzt möchtest, soll ich noch chargen hier mit dem Gerät? Also Abwehrfeuer kann ich nicht geben. Ich habe keine. Dann machen wir's. Ich charge mit der Ghost Ark auf die Bikes. Jawohl.
Dann geht sie heran, und dann haut die auch jetzt sofort zu. So, drei Attacken, weil die ja als im höchsten Bracket gilt. Trifft auf die 6 und nichts. Hervorragend. Gut. Dann your turn. Also du darfst zuerst jetzt im Nahkampf zuschlagen, wenn du magst. Ja, ich möchte auf bei dem Kleinen hier anfangen drüben. Mache erstmal den kleinen Nahkampf. Der hat jetzt gerade nicht angegriffen. Dann habe ich noch 4 Attacken auf die 3. Er ist ein bisschen verhext. Und auf die 5. Nix. Okay. Toll. Dann habe ich... mach mal. Nee, da hast du zurückgezogen. Hier bei denen weit. Ja. 1, 2, 3... 4 sind noch übrig. Das sind 4, 8, 12, 16 Attacken. Verbunden jetzt nur noch auf die 5 und machen auch nur noch einen Schaden. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 4er Retter. Okay, geht ganz genau 3 durch. Ja, das ist doch gut. Super. Dann ist der runter auf 4. Mhm. Und dann hau ich eben zurück. Fangen wir direkt hier an. Auf die 2. Und wieder auf die 2. Wie viel stehen da noch? 4 Stück, ne? Das war's. Das reicht. Ja, alles klar. Sklatsch. Wahrscheinlich macht der immer mehr als einen Schaden, ne? Ja, der macht W6. Dann haut der jetzt noch zurück hier. Mhm. Der hatte, glaube ich, 3 Attacken gehabt, ne? Ja, ich sag mal ja. Du sagst mal ja. Dann auf die 3, alle. Stärke 4 oder 5. Machen wir mal 5. Ich würde sagen, der sieht aus wie 5. Ja, ne? Auf die 3. Come on. Oh oh. Das fällt mir schon irgendwas aus der Hose. Ne? So, und. Da ist er tot. Da ist er weg. Hervorragend. Ja. Christi Nekros sich weg. Boah, geil. Von Frozen Star Christi Nekros sich weggeschlagen. Dafür war es meine Runde. Ich schlage aber noch mit meinen Bikern zurück. Stimmt wohl. Ja, ja. Du schlägst, genau. Ach, eigentlich hätte ich. Nee, wir haben ja angefangen, ne? Die hat ja nichts gebracht. Völlig okay. Ändert nichts. Auf 3. Auf 5. Ja. 2 Stück minus 2. Oh, auf die 5. 2 Schaden. Einen habe ich. 2 Schaden. Und ist der wieder runter auf 3. Gut. Gut, dann räumen wir hier auf der Matte auf und dann kommen wir zur 4. Runde der Harlequins. So, wir sind. Ist auch Runde 5. 4. Wir sind am Harlequin Runde 4. Ich habe mich von allen Missionszielen taktisch fortbewegt. Naja, taktisch. Fortbewegt einfach. Ne? Und beabsichtige jetzt durch Schießen und Nahkämpfen dem Zetan auch seine letzten Lebenspunkte zu entreißen. Die 3 Modelle, die da stehen, sind die letzten, die ich auf dem Feld habe. Versuchen wir mal unser Glück. Ich möchte gerne mit dem Schießen anfangen, und zwar mit dem Starweaver, mit der Schurikenkanone, beziehungsweise 2 Schurikenkanonen. Wir möchten jetzt auf den Zetan schießen, treffen ihn auf die 3. Mhm. Widerstand 7 hat sie gesagt. Ja. Dann auf die 5. Da sind 2 Sechsen bei rumgekommen. Das wäre jetzt minus 3, aber du hast ja einen Nekrodermis-Retter. 4er Retter. Jawohl. Das heißt, da er jetzt nichts verloren hat, muss ich auch tatsächlich mit den Bikern drauf schießen. Sonst mache ich ja nicht 3-3. Ne? Genau. Ja, 5. Wo hätte er sonst drauf geschossen mit den Bikern? Sonst hätte ich hätte der jetzt den verloren. Die haben so viele Attacken kombiniert. Ach so, hättest du auf die Ghost Arc geschossen. So viele, ne? Wunden. Alles klar. Auf die Ghost Arc geschossen. Verstehe, genau. Verstehe. Bringt nichts. Immerhin treffen die alle. Jetzt müssen sie aber auf die 5 verwunden. Was mir wahrscheinlich misslingen wird. 2 Stück. 4er Retter. Einer geht durch. Gut, dann möchte ich. Warte, weißt du was? Ein Kommandopunkt. Reroll, genau. Ach, trotzdem nicht. Alles klar.
Ja, einer geht durch. Alrighty. Wie viel Schaden? Das war eine Melterpistole, oder? Das war nur eine einzelne Einschaden. Ach so, okay, dann ist der auf 3. Ist der auf 3 runter und dann entscheide ich mich mit allem, was ich habe, anzugreifen. Jawohl, ich kann keinen Abwehrfeuer geben. Mein Bike ist drin, mein Star Weaver. Das schafft er nicht. Das schafft er nicht, das heißt, die Biker müssen es richten. Die werden es schon schaffen. Na. Ja, genau 3 Lebenspunkte stehen im Raum, mein Freund. Mit 8 Attacken. Das solltest du schaffen. Nee. So, 3 Attacken im Profil plus 1, 2 Frozen Heart. Treffen auf 3. Verwunden auf 5. Oh oh. 2 Stück, wenn du beide versemmelst. Wie viel Schaden machst du denn? 2 Schaden fällt. Ja gut, ich kann nur 3 verlieren. Ah ja, nur 3. Ja, und wenn ich 4 Schaden mache, ist völlig okay, ne? Also, ne? Stimmt. Dann bitte. So. Ich hatte aber in der Nahkampfphase noch keinen Reroll. Ich würde jetzt noch einen Reroll benutzen. Hattest du gerade, hattest du. In der Schussphase. So, aber der Tanz war schön, vielleicht kannst du ja normal tanzen. Nein, er steht noch da. Genau, ja. Dann hau ich zurück. Aber fetten Respekt hast du gut gemacht. Richtig geil. Ich hatte mich schon kurz gefreut. Ich glaube, das hat man gehört. Das hat man auch gerochen, ja. Ich habe ein bisschen gefreut, das habe ich gesehen. Auf die 2. Na. Widerstand 4, Stärke 14. Genau. Auf die 2. Das reicht. 2 Stück. Ich habe 3 Lebenspunkte, beziehungsweise muss er einzeln machen. Der erste. 2. Für 2 ist er schon weg. Und der zweite. 6, ne? Ja, ja. Für 1. Den hole ich auch. Nee, Nahkampf hatte ich ja schon. Alles klar. Entschuldigung. Einer tot und einer hat noch 2 Lebenspunkte. Ja. Wunderbar. Wunderbar. Das war deine 4. Runde. Das war meine Runde. Wir zählen Punkte und kommen dann in die finale Phase. Und dann trumpft er nochmal auf. Das, klar. Letzter Zug der Necrons. Der Royal Warden ist nach vorne gelaufen. Das Missionsziel eingenommen, völlig nutzlos. Es gibt dafür keine Punkte mehr. Die Skarabäen sind an dem Missionsziel stehen geblieben. Die Ghost Ark hat sich wieder um 1 hochgeheilt auf 4. Damit wäre die im zweiten Bracket. Habe aber einen Kommandopunkt ausgegeben, dass die mit im Folgen gilt. Der Chitan hat einen zweiten Lebenspunkt dazu bekommen, ist im Nahkampf stehen geblieben und die Skarabäen halten hier treu und tapfer diese kleinen Obelisken, wo man auch sehen kann, hier sind ja auch glitzekleine Köpfe drauf von den Skarabäen. Wir entfesseln nochmal die Macht der Sterne ein allerletztes Mal. Legt doch bitte mal die Würfelmatte hier hin. Wenn ich noch kurz was anmerken darf, das C. In Cetan steht für Cheese. Wie auch immer. Was muss er haben? Das Würfelpad. Tray. Wie heißt das? Da. Ja. So, dann nehme ich als allererstes wieder die 3 Würfel auf das Fahrt auf den Biker hier. Auf die 4 gibt es halt nochmal W3 Mortal Wounds. Aber leider nur einmal. Wie viel Mortal Wounds für eine? Okay. Und dann noch der Antimaterie-Meteor hinterher auf die 2 plus. Das ist die 4. Da brauche ich nicht würfeln. Ist der geplatzt? Ist der weg. Der Star Weaver muss es richten. Der muss es richten. Die Ghost Ark schießt auf den Kollegen drauf mit in halber Reichweite 20 Schuss. Ich mache 2 mal 10. 2. Minus 1? Minus 1 auf Treffen, ja. Okay. 18. Und noch ein, genau. So, minus 1 auf Treffer, also auf die 4. Widerstand 5. Stärke 5. Stärke 4, Entschuldigung. Ein dabei gewesen. Ja? Jo. Stärke 4 auf die 5. Nix. Eine 6. Einmal minus 1. Und dann die zweite Runde. Oh. So, auf die 4. Mein Gott. Und auf die 5.
Jawohl, dreimal, minus eins. Ja, dann noch vier Lebenspunkte. Okay, dann wird der jetzt passiert's. Titan chargen. Kommt da ran. Zack. Ich werde mal schnell die Attacken abhalten, ja. 2, 4, 6. Oh. Das könnte er ja fast überleben. Wie viele Lebenspunkte hat er noch? Er hat noch 4. Du glaubst ja jetzt nicht, dass der das noch überlebt. 4 Lebenspunkte. So. Und dann auf die 2. Wie viel Widerstand? 5. Auf die 2? Jawohl. Das sind dann. Widerstand 12. Erste W6. Ja, das war's. Okay, geht das Ding in die Luft? Ja. Siehst du, come on. Komm, jetzt mach hier. Ja, komm, mach hier. Mach hier jetzt eine 6. 2 Lebenspunkte. Ja, auf wen denn? Auf da oder auf da? Auf den, natürlich auf den. Was passiert mit dem Ghost? Ja, okay. Dann kommt die Ghost an. Geil. Dann platzt der auf die 4, glaube ich. Nein, wunderbar. Hast du kaputt gekriegt? Ja, hat mir die ganze Armee gekostet. Aber heroisch, bis zum Schluss. Großartig. Geil, es gibt dann keine 5. Runde mehr für dich. Und dann kommen wir wieder zur Nachbesprechung. Ich freue mich drauf. Willkommen in der Nachbesprechung. Ja, wie ist das Spiel ausgegangen? 33-89, die Necrons haben gewonnen. Das erkennen wir ja auch schon, weil der Zetan im Kapellchen steht. Mhm. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Vielen Dank. Oh, shake hands. Shake hands. Like a wahrer Gentleman. Ja, bevor wir zur Nachbesprechung kommen, möchte ich von meiner Seite nochmal vielen Dank sagen. Der Inquisitor hat mir spielerisch wieder ein bisschen auf die Beine geholfen. Die letzte Zeit war bei mir ein bisschen blöd und ja, da spielerisch ist da ein bisschen was bei mir liegen geblieben. Ich denke, man hat es auch im Laufe des Batraps gemerkt, weil es sind Fehler gemacht worden. Es wurde einiges vergessen, wie zum Beispiel mit Pistolen im Nahkampf kämpfen. Irgendwas ist ja immer. Irgendwas ist oder immer. Oder sich die Dynastiefähigkeit nicht merken. Richtig. Ne? Und eigentlich die ganze Zeit. Ja. Ne? Aber es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich möchte jetzt auch wieder ein bisschen aktiver werden und ich habe sehr viele Armeen zu Hause, die mal wieder eingeschaltet werden sollen. Kommen wir mal zur Nachbesprechung. Ich habe ein bisschen Unglück gehabt beim Rollen, aber ich denke, dass meine Bikes eigentlich immer gut Schaden gemacht haben und auch eine Doomsday Arc rausgenommen haben und immer geguckt haben, dass die Fahrzeuge auf dem niedrigeren Bracket sind. Die haben beide ja. Doomsday Arcs rausgenommen, ne? Die Biker? Ne, es war einmal Biker und ich glaube, das war noch einmal der ein Meltertrupp. Ah, ja, stimmt. Ne? Was mich auch direkt zum nächsten Starweaver führt. Ja, im Grunde genommen sichere Bank, Vierer Retter, minus eins auf Treffer, verdammt schnell. Okay, war jetzt Frozen Heart nicht so schnell wie Serpent's Blood, Soaring Spite, irgendwas, ne? Aber hat im Grunde genommen wieder sicher alles nach vorne gebracht, hat das ganze Ding bis zum Schluss auch weitergetragen und ist dann noch für den Zetan explodiert, aber ich glaube, der hat den Zetan nicht wirklich weggemacht, weil ich glaube, der explodiert nur für einen. Genau, da haben wir, glaube ich, hast du schnell nachgeschaut, das machte nicht W3, sondern nur eine Mortal Wound. Ja, genau. Dementsprechend hätte der noch überlebt oder quasi hat der überlebt. Wir haben die Punkte nicht aufgeschrieben dafür für Assassination. Ja. Ja, und dann haben wir natürlich noch den Shadows hier, der auch wieder CP refundet hat, der hier und da mal was zaubern konnte, ja, wobei alles letzten Endes ein bisschen Würfelpech war. Ja, das gibt's ja nicht, das heißt nur, du hast einfach nur schlechtes Skill. Ja, ich muss da einfach nochmal in die Würfelschule gehen. Ja, ne? Nee, Quatsch beiseite, das ist echt so, ne? Also manche Würfel, die heute auch wieder gefallen sind, nicht nachvollziehbar. Dein Würfelpech, mein Würfelglück, die Fähigkeit 5er Feel No Pain gegen Mortal Wounds, phänomenal in der Runde hier heute, ne, was ich da gerettet habe, super gut. Meine besten Einheiten auf jeden Fall wieder die Skarabäen, Weltklasse Jungs. Nerv. Die ganze Zeit. die Ghost Arc auf jeden Fall auch dabei, die Doomsday Arcs haben mir gar nicht so gefallen heute, die haben nicht so performt. Knüppelharte Kanone, gar keine Frage. Aber wenn du halt mit einem W6
Schuss vielleicht nur 2, 3 generierst, davon 1, 2 gerettet werden, einer durchkommt, ja, machst du auch nichts. Ne? Ja. Vielleicht, wenn ich die Necrons irgendwann nochmal spiele, mehr Ghost Arcs als Doomsday Arcs. Ja, und absolute Match-Winner steht, wie schon vom Stench angesprochen, in der Kapelle der Chitan. Die Regel völlig broken. Aber sind sie nun mal da, wir haben die nicht gemacht. Der wäre mit absoluter Sicherheit, hätte er diese Regel nicht gehabt, schon in der ersten Charge-Runde von den, nee, das waren andere, ne? Von den Jungs wäre der draufgegangen, waren ja 14 Lebenspunkte, die durchgegangen sind. Ja. Ja, ist er einmal im Nahkampf, schnetzelt er sich durch mit den Kräften der Götter, die er noch hat. Dieser Antimaterie-Meteor und dieses Gaze of Death, ja. Solide und regelmäßig mit Wardle Wounds Einheiten rausgenommen. Ja. Gut, kostet auch 370 Punkte, der Kollege. Vielleicht könnte der auch 400 kosten. Trotzdem gut. Ja. Da hat er doof geguckt. Ja, absolut. Also ich kenne den nur als 180-Punkte-Modell, der sofort weg ist. Ja, die Zeiten sind vorbei momentan. Aber sicherlich, man kennt ja die Zeit, was gut ist, wird schlecht. Was schlecht ist, wird gut. Mhm. Neues ist am besten, ja. Dann müsste ich ja großartig werden. Stimmt wohl, ja. Ja, nee, war ein cooles Spiel, hat mir sehr gefallen. Ja, vielleicht hattet ihr auch Freude beim Zuschauen, wer bis zum Schluss durchgehalten hat. Ja, wir werden uns weitersehen. Hat ja auch schon angekündigt, dass er ein neues Armee-Projekt am Start hat. Da wird noch nicht viel von verraten, wenn es denn dann fertig ist. Im MK 48, so ungefähr, circa, ne? Circa. Dann sieht das richtig schick aus. Ich habe schon ein paar Rohentwürfe sehen dürfen. Aber da dürfen wir uns auf einiges gefasst machen. Wird geil. Und bis dahin sagen wir, heiter weiter.